Thank you.
So, wollen wir mal starten, oder? Habe ich mir sagen lassen. Einen wunderschönen guten Abend. Grüße euch. Moinsen! Was? Nehm dich jetzt mit in die Küche zum Kochen und schau nebenher den Stream. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Schmecken lassen später. Bianca. Wunderschönen guten Abend. Misu schreibt, danke an alle fürs Zusehen. Wir geben unser Bestes für eine gute Rennaction. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Misu. Da bin ich ganz, ganz felsenfest von überzeugt, wie es so schön heißt, oder? Ja, ihr seht's im Thumbnail auf der Seite. Ihr habt es mit Sicherheit auch im Social-Media-Bereich schon gesehen. Wir sind heute Abend mit der Hove Sim Racing wieder unterwegs. Und zwar auf Monza. Monza, hat er gesagt, oder? Hochdeutsch ausgesprochen Monza. Das ist also der Plan für heute Abend. 60 Minuten Rennaction erwarten uns. Und es sind 47 Teilnehmer bis dato. 47 Fahrer, die heute Abend, also hier, wir drücken schon mal vorab die Daumen, ihr Bestes in Monza kredieren möchten und sollen im besten Fall auch. Wunderschönen guten Abend, mein lieber Selfie Snacks. Vielen, vielen Dank, Diggi, für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 9. Dankeschön. Kuss geht raus, mein Lieber. Devs, bist du noch da? War der Erste, der hier schon kurz nach 7 hat er schon geschrieben, hier der Devs in den Chat, Mann. Kriegen wir auf jeden Fall gewuppt. So, dann gar nicht lang rum. Dann gleich Kopf in den Nacken und Attacke, hätte ich gesagt, ne? Einmal Trailer, zweimal Trailer. Ja, komm, mach mal. Und dann mach mal Ranking. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Kevin, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Matthias, Grüße, wunderschönen guten Abend. So, Trailerhofe, viel Spaß.
Ich gucke mir nach jedem Rennen deinen Stream an. Bist eine Bereicherung für die Rennen. Danke dir. Viel Glück. Michael Weber. Michael, vielen Dank dafür auf jeden Fall für diese Lorbeeren. Also die Blumen gebe ich natürlich gerne zurück. Ihr macht natürlich auch einen großartigen Job, ne? Also die Moderation ist natürlich nur halb so gut, wenn dementsprechend das Fahrerfeld entweder sehr, sehr klein ist oder halt im Grunde nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, Blumen gebe ich retour. Danke dafür. Richtig. Lasst uns kurz rüberblicken. Wir haben, ihr kennt die Hofe Sim Racing, Freunde, wir haben die drei Rankings im Gold-, Silber- und Bronze-Klasse. Da ist das Thema angedröselt. Max Florenz führt in der Goldfahrerwertung vor dem Michael Pirchheim. Eine überschaubare Ecke, hätte ich gesagt. 14 Punkte trennen die beiden voneinander. Dann haben wir auf der 3 den Philipp Groß. 3 Zähler Vorsprung vor dem Griechen, dem Jonis Zeus auf der 4 und Daniel Anderson auf der 5. Kleiner Kampfzwergerl, wunderschönen guten Abend, Grüße. Kurve 1 wette heute? Nein, das machen wir nicht, Selfie. Weil Kurve 1 wird immer gewettet in Monza und dabei ist es totaler Quatsch. Okay, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, grüße dich. Weiter geht's in der Silver Class. Da haben wir den Detlef Keep auf der 1 mit 58 Punkten. 7 Punkte Vorsprung hat er vor Daniel Arning auf 2. Und Sandro Conradi ist auf der 3 gelistet mit 45 Zählern. In der Bronzeklasse haben wir an der 1 den Jakob Hausinger mit 78 Gesamtpunkten. Alexander Cruz auf der 2. Ein Pünktchen Vorsprung vor seinem Namensvetter, dem Alex Langhorst. Dann auf Konstantin Karl auf der 4 und der Daniel Pay auf der 5. Position mit 44 Punkten. Also definitiv eine ganz, ganz heikle, enge Kiste. Das ist der 7. Renndurchgang. Hier kurz den Rennkalender für euch eingeblendet. Ihr seht die Thematik. Wir sind unten links in Monza heute Abend zu Gast. Es geht dann über Kyalami nach Brands Hatch, Imola, Spa bis zum großen Finale in Bathurst, a.k.a. Mount Panorama. Mehr oder weniger halbwegs eingedeutscht. Muss. Bei dir auch, mein Lieber. Kampfzwergerl, bist du munter? Das ist die Hauptsache, das Wichtigste. Greywolf, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Genau. Lasst uns raufhupfen auf den Server und Attacke natürlich auch an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an die Partner und Sponsoren der Hofe Sim Racing. Sind in Summe dreifach vertreten. Und auch diese Rennsituation heute Abend dort bei Soapbox. Vielen, vielen lieben Dank. So, Fahrerpräsentation. Und dann können wir eigentlich schon richtig, richtig voll durchstarten. Oder? Ula, falscher Monitor. Ah, hier. Ey, Robin! Wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Grüß dich. Micha, grüße dich. Ganz viele bekannte Gesichter hier. Nicht nur im Stream, sondern auch an Trackfinder. Beginnend bei Daniel Anderson, der Pilot vom HyperX Racing One Kader im McLaren mit der 48. Dann haben wir den Stefan Mons, der Teamkollege von Anderson, von Daniel. Ebenfalls der McLaren mit der 33 als Startnummer. Das ist Max Florenz. Ey, guck mal hier, das sieht ja mal richtig geil aus, oder? Die Vinari Racing, alle nebeneinander stehend. Wobei da vorne steht so ein Porsche mit drin, der macht das Bild so ein bisschen kaputt. Spaß beiseite, Kuss geht raus. Max Florenz im AMG für Vinari Racing, dann der Christian Lautenbach im M4 für Vinari Racing, Sebastian Brocke im BMW M4 fürs Team Schwarzbierbude, Christopher Schmidt, Vinari Racing im M4, Michael Pirchheim im M4 fürs Team Schwarzbierbude, der Österreicher Jannis Zeus, der Grieche fürs Team Schwarzbierbude, dann der Stefan van Kempen für Vinari Racing im Pfeffer, Gerd Binder im Pfeffer für BNB Racing, der Danny Anwand im M4 für Panther GT Racing, Alvin the Chipmunk. Vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Christian Richter, Fortune Hunter Racing im Lambo. Jetzt sehen wir wieder ganz, ganz viele Lambos-Freunde für die FAR-Truppe. Grüße gehen raus. Jens Alusa, Team Schwarzbildbude im M4. Matthias Weggel im Porsche für Hovesim Racing. Dann der Pierre Meyer im Audi 8 für DB3 Motorsport. Der Klaus Jekel für die Soapbox Racing Mannschaft im McLaren. Moritz Falk im M4 für Pejas Lieferservice Kiel.de. Sandro Conradi im Porsche für Wippermann Racing. Der Jakob Hausinger im BMW M4 fürs Team DOD Racing Hove. André Schwarz für BNB Racing im AMG. Der Alexander Rütz für
DOD Racing Mannschaft, ebenfalls ein Österreicher. Detlef Kep für Hovosim Racing im Porsche unterwegs, Peter Buchholz für Soapbox Racing ebenfalls im BMW M4. René Moldenhauer für RM Motorsport, RM steht für René Moldenhauer, ist auch ein Fahrer, der in Real Life unterwegs ist. Hab da erst heute wieder Bilder gesehen im Discord, sehr, sehr geil, Daumen hoch. Und liebe Grüße natürlich an den Kader Moldenhauer, respektive an den René. Alvin Bussion für Petrol Brothers im AMG, im Mercedes. Peter Lindner für CDS Digital Motorsport im Fefe. Dann haben wir Chris Heyer, HyperX Racing 2 im McLaren. Konstantin Karl für die Mantai Emma im Porsche unterwegs. Wolfgang Busch, Fuchs Racing im McLaren. Daniel Pay, DOD Racing im BMW M4. Patrick Schröter, Hovesim Racing im Honda NSX, Freunde. Zwei haben wir, glaube ich, in Summe dabei. Nick Liefeld, Fortune Hunter Racing im Lambo. Alex Langhorst im Ferrari für Peugeot's Lieferservice Kiel. Herr Brückner für die GSE Racing eSports Mannschaft. Grüße gehen raus im Lambo. André Dvoracek für Rockgear Racing im Porsche. Tobias Martini für Martini Racing ebenfalls im Porsche am Start. Dann der Alexander Cruz im Fefe unterwegs für Panther GT Racing Hove. Florian Wilmer im AMG für die Petrol Brothers. Remo Kipfer, der Schweizer, für die Panther GT Racing Truppe im M4. Mario Elderly im Porsche für Whiskey Fuel Racing. Der Michael Weber, das ist besagter Kollege, der auch in den Chat geschrieben hat. Soapbox Racing im Porsche. Sven Euskirchen im Audi 8 für Rocky Racing. Daniel Hofmann, Hovesim Racing im Fefe. Marcel Sauer für Hovesim Racing im Porsche. Marius Zanner, HQ TH Sim Racing im BMW M4, Armin Schütz, Soapbox Racing Fefe, Samuel Farmer. Wer der Samu heute mit, oder was? Geil. CDS Digital Motorsport im Fefe der Samuel und Friedrich Pfaffenroth für Soapbox Racing im Porsche 992. Sehr, sehr geil. Also 48, nicht zu verwechseln mit 48, sondern 48 Fahrer. Also heute Abend hier bei der Hovesim Racing in Monza am Start. Geile Nummer, mit Sicherheit. Ja, ich bin bei euch, wenn ihr sagt, oh bloody, T1 könnte, aber hätte, Fahrradkette könnte vielleicht und hast du nicht gesehen, interessiert uns nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Ich bin zuversichtlich, glaube fest dran, dass das komplette Teilnehmerfeld hier einen sehr, sehr geilen und cleanen, vor allen Dingen Rennstart präsentieren wird. Scratchy, grüße dich, wunderschönen guten Abend. Geile Nummer. Ich freue mich. So, bevor der Selfie wieder sagt von wegen, ey Bloody, musst du mal umstellen den Dauer? Machen wir das gleich mal, wa? So, ganz kurz für euch, die jetzt vielleicht das erste Mal mit bei sind, bei der Hovesim Racing bei uns im Stream. Die weißen Startnummerntafeln ist der Indikator für die Gold-Klasse, die silbernen für die Silver-Klasse und die sind die Bronzefahrer. Würde wetten, es knallt einfach, weil ist so. Ah, okay. Ah, ich denke, das kriegen wir hin. Selbst über die Helicam kriegen alle drauf. Wir bräuchten jetzt so eine Kamera, die vorne am Pit-Exit mehr oder weniger hängt. Hier. Aber kriegen. Ich ja muss. Morgen ist Freitag, dann ist Wochenende. Wird sehr, sehr cool, mit Sicherheit. Bin nur mega kaputt, wenig Schlaf und ja, glaube ich dir, ja. Da möchte ich manchmal mit dir tauschen, Grey Wolf, ne? Aber nur manchmal. Dokti, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Ja, aber deswegen finde ich es umso geiler, Micha. Wenn dann wirklich die Situation ist, dass so ein Bus doch relativ gut fällt. Also ich glaube, Pizza kriegen wir maximal. Pizza ist auch eine mit 60 Boxen. Wenn die das dann trotzdem hinkriegen. Weißt du, wie ich meine? Herr Frosty, wunderschönen guten Abend, mein lieber Cemkas. Grüß dich. Einen wunderschönen. Morgen nochmal Nachtangeln. Oh, sehr geil. Sehr geil. Ja, mein Chef ist die Woche auch unterwegs. Im Bereich Anglerei. Aber frag mich bitte nicht, was der fischt. Ich hab keine Ahnung. Vom Gefühl her sage ich dann immer im trüben Wasser. Nee, Spaß beiseite. Ist natürlich richtig, ne? Ja, richtig, genau. Nachtangeln nicht zu verwechseln mit Nacktangeln.
Wie war die Frage, Herr Frosty? Genau. Waren es nicht beim letzten Rennen bei der Hofe Sim Racing, waren das nicht 2 GSE-Fahrzeuge? Seht, mein Lieber, grüße dich. Also nochmal ganz kurz als Info. Labbel, gubbel, gubbel, Victory-Geste. Seht, vielen Dank für den T1 Resub. Willkommen zurück im 39. Es ist aktuell die Gifted-Sub-Geschichte separat reduziert bis Ende des Monats. Wir haben aktuell den September, Ausrufezeichen September in den Chat, wenn ihr euch selber da kurz reinlesen wollt. Dann ist das kein Thema. Läuft noch bis zum, ich glaube, bis Mitternacht, 1.10. auf 2.10. Irgendwie sowas. Tipp mal lieber, wie geht's dir? Beides gut. Alter Frost. Herr Frosty, vielen, vielen Dank für die 5er-Subgift-Bombe an Beastie, an Premortem, an Manfred, an Mats und an Danny Kovi. Dankeschön. Jamcast, mein Lieber. Morgen hast du Wochenende, oder? Kannst dich nicht klar, sehr schön. Und Bianca setzt auch nochmal eine 5er hinterher. Bianca, vielen, vielen Dank, liebe Angel, an die 5er Subgift-Bombe. Für der Shorty, für die Sarah, Dragonfighter, Yamaha Seca und an Jules TV. Oh, sehr geil, du hast den Julian erwischt. Der Julian fährt Race Room montagsabends bei der Rio. Habe ich ein schlechtes Gewissen? Ich hätte besser nichts sagen sollen, oder? Sid, mein Lieber, vielen Dank für die 10er Subgift-Bombe an Scratchy, Easy Design, Hatcher, LP, Justin, Rio Blob, Technofrosch, Wilkie Maze, Kleriker, Nofek und Robin G. Unser Robin Grimm ist das. Dankeschön, mein Lieber. Du musstest wieder alles neu sehen. Ach, dir ist die SSD abgeraucht. Oh. Aber Gott sei Dank ein langes. Das heißt, du hast Montag Brückentag, Jamcast, ne? Ja, ich auch. Gott sei Dank, ey. Toi, toi, toi. Aber jetzt aktueller Stand, Jamcast, läuft wieder alles, ja? Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, holen wir uns ein bisschen bewegende Bilder rein. Es geht spätestens in 5 Minuten in die Qualifikation rein. Jetzt droppt ja. Devs, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Digi, willkommen zurück im 42. Monat. Dankeschön. Wieso das Rig, Jamcast? Weil das Rig muss mir eigentlich nicht neu aufsetzen, oder wie meinst du das? Achso, du meinst die... Ja gut, okay, das ist klar. Die Treiber für die Peripherie, das ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die brauchst du wie sonst was, gefühlt, ne? Aber ich würde dich mal als jemanden einschätzen, der auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise da ein Backup hatte, oder? Kabi, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Devs, 42 Monate, ey. Brutal, wie die Zeit rennt, Mann. 6 Monate noch und dann sind 2 Jahre voll, Digga. Bah. Wahnsinn. Dankeschön. Kabi, wie geht's euch? Wieso bin ich beliebt, Sid? Ich verstehe die Frage nicht. Ach, du meinst wer? Oh, da gibt's mittlerweile Kollegen und Kolleginnen, die haben so eskaliert. Also ich glaube, der Betz-Bomber, bei dem steht nächsten Monat die 5 davor. Frosty, vielen, vielen Dank.
Bit 250 Bits, mein Lieber. Gerade Straßen sind für schnelle Autos, Kurven sind für schnelle Fahrer. Sehr geil. Hat er aber die zweite SSD, hat euch den Bus einen Schreibfehler und somit zeigt... Oh nein. Nein! Magnus ist krank. Gute Besserung an Magnus auf jeden Fall, Kabi. Oh, der hatte doch letztens erst eine Mittelohrentzündung, Kabi. Ach du Kai, meine Güte, ey. Und antibiotikaresistenten Keim eingefangen. Ach du Scheiße. Ach du meine... Mittelohrentzündung ist ekelhaft. Alles, was irgendwo vom Schmerzzentrum her Richtung Kopf gelagert ist, das ist absolut bäh. Also zumindest geht's mir immer so. Aus der Situation jetzt vor kurzem, meinst du, Kabi, ne? Sogar ein Auge hat es getroffen, sieht aus wie ein Boxer. Ach, du kriegst ihn. Oh je, toi 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 auf jeden Fall an Magnus. Ehrlich? Kenn ich, Chipkas, kenn ich, ja. Das ist genau das gleiche, wie wenn du fährst, ne? Wie hat der Chris Hatter gestern Abend gesagt? Sagt der Bloody, weil wir sind die Abschlusssituation im Regen gefahren und es war Medium Rain, es war absolut krass auf Bathurst. Hat er dann ganz klar gesagt, du pass auf, wenn du jetzt ins Auto steigen würdest und würdest auf trockener Strecke fahren, du hast ein ganz anderes Gefühl. Vom Gripniveau etc. 31 Grad im Parcours oben rechts, seht ihr es? Durchs Logo hindurch geschiegelt. Wir sind in der Startphase in die Qualifikation rein. 20 Minuten für 48 Fahrer, das ist wirklich nicht die Welt. Freunde, vielen, vielen Dank für den Level 6 High Train. Kuss geht raus, Dankeschön. Sehr, sehr geil. Jetzt schauen wir mal, wer hier eventuell sogar ganz, ganz weit vorne steht. Da geht der erste Fefe weit raus. Wegen Überwachung, Kabi, meinst du? Also das ist scheinbar ein deutlich schlimmeres Thema, als dass es über einen Hausarzt laufen könnte, müsste, sollte, ne? Aber wenn du sagst, da ist hier... Oh, wir haben einen Fahrer verloren, Freunde, 47 nur noch auf dem Server. Wenn du sagst, da ist mittlerweile schon ein Auge mit betroffen, dann ist es mit Sicherheit nicht ganz so ohne. Ah, okay, okay. Ach, die haben ihn direkt in die HNO-Klinik geschickt? Okay, okay. Krass. Absolut krass. So, jetzt gucken wir mal drüber. Den Anfang sollte machen Moritz Falk. Dann sehen wir jetzt vorne in Anführungszeichen unterwegs, beziehungsweise war der Erste, der aus der Box rausgehämmert war und kam. Hab mir den 963er GTB Porsche gekauft. Trainiere seit Dienstag. Sehr nice.
48. Fahrer ist wieder gejoint. Passt. Ah, gucken wir mal, wo der Tacho gleich stehen bleibt hier bei Moritz Feig. Geht nach vorne in die Ascari jetzt hinein, justamente rechts auf dem Curb. Ja, Auto muss umgesetzt werden. Links der Ausgang. Wenn das Auto gerade ausgerichtet ist, kannst du voll drüber hämmern stellenweise. Bremszone für die letzte rechts, Monza Parabolica. Ah, das hat Zeit gekostet, Moritz, und jetzt ist er ungültig. Das ist invalid, diese Runde. Zum zweiten zu Dan Anderson rübergeschaltet. Der snackt sich jetzt nach Windschatten, der macht es genau richtig. 47,520, das ist die erste Zeit. Und direkt mal getoppt worden. Pierre Scheim zweiter, Mons fährt 47,095. Das also jetzt hier für den ersten Moment das Maß aller Dinge. Lautenbach, der Christian, holt sich die 3 mit 47,500. Gerd Binder, fünfter, Lindner, der Peter, auf P6 gewesen. Dort reiht sich jetzt Alvin Busjan ein mit 48,1. Jens Alusa, jetzt neuer Sechster, jetzt neuer Siebter. Sebastian Brocke, neuer Dritter, 47,477. Chris Heyer, P9, 48,282. Florian Wilmer auf 12 jetzt sogar auf P13, Gerd Binder, neuer Siebter, 47,732, Van Kempen auf der 6 mit 47,677. Joda, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich. Boah, ganz stark von Max Lorenz, neuer Dritter, 47,440 von Florenz. Also, hier wird nicht lang gefackelt, hier wird direkt mal mit 47,0 begonnen in der ersten Hotlap. Das heißt, wir gehen direkt mal ganz, ganz steil in Richtung der 46er Zeiten, Freunde. Und das gefühlt aus dem Handgelenk. Schmitz, Christopher Schmitz, neuer Vierter, 47,462. Aber sowas von, Joda. Morgen ist Freitag, dann haben wir Wochenende. Muss Kleefeld, der Nick, P17, 48,687. Da geht noch ein bisschen was, Nick. Ah, muss jetzt hier den Notausgang das erste Mal nehmen für die erste Schikane. ...39 gültige Zeiten haben wir bis dato. Und Montag frei, genau richtig, ja. Remo Kipfer, P27, 49,155. Das war ein heftiger Bump auf der Hinterachse. Beim Schweizer, André Dvoracek, P29, 29,282. Das ist eine ganz, ganz enge Kiste da hinten. Eieieiei. Die letzte 49er Zeit haben wir hier im Bild bei Michael Weber. Im Porsche mit der 710, 49,910. Jetzt P37, P38. Meier holt sich die 9 mit 47,545. Der Grieche, Johannes Zeus auf der 3, 47,277. Pierschein kann auch nachlegen, der Michael. P2, 47,142. Ja, der Michael, das ist bekannt. Einer der Goldriver, der da immer ganz, ganz weit vorne mitspielt und vor allen Dingen mitmischen kann. 13 im Delta, Purple Sektor 2 für Stefan Mons. Gehen wir on board rein. Ufa das Kari. Jawohl. Oh, der ist gut stabil geblieben, der Koffer. Hier rechts nicht zu weit raus. Ein Zehntelchen hat er eingebüßt, aber es sind immer noch zwei. Positiv im Delta. Eine Zehntel. Ja, da hat er jetzt Zeit verloren in der Parabolica.
Aber da ist er. 46.962. Michael Pirsheim kam vor ihm über die Linie, korrigierte nach unten auf 47.040 und direkt dahinter, wir waren live on board bei Stefan Mons, 46.962. Christian Lautenbach auch sogar einen Ticken schneller gewesen wie Michael Pirsheim, verdrängt diesen Justamente von der 2. 47.020 jetzt für Christian Lautenbach. Großartig. Wo ist der Leon? Ist der Leon schon im Stream vertreten? Der Bruder von Christian Lautenbach. Brocke, Sebastian Brocke, P5, 47,285. Großartig. Max Florenz 6, Christopher Schmidt 7, Christian Richter 8 da. 47,470. Also auch die FIR-Mannschaft ist da sehr, sehr gut mit von der Partie. Danny Anwand, P12, jetzt P13. Van Kempen, 9. Anderson, der Daniel auf 10. 47,502. Geht zu Buche André Schwarz, P17, 47,945. Teilweise schön zu sehen und begutachten, wie hier die Autos dann in der Vorderachsensektion eintauchen, wenn die da aus, was haben wir drauf? Ende der Straight in Monza bei 60. Bisschen mehr vielleicht, ne? Also 270 haben wir, glaube ich, nicht drauf, oder? Haben wir 270 drauf hier in Monza? Ende der Geraden? Ich weiß es gerade gar nicht. Schön gemacht von Jens Alusar. Guckt euch das an. Geil, oder? Mit der rückwärtige Graphic im Spiegel beobachtet. Schlusslicht Performance, grüß dich, moin. 2,78 im Schnitt, doch so viel? Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich war auch der Meinung, irgendwas um die 2,60 oder vielleicht 2,70, aber wenn er wie 2,70 hatte ich jetzt nicht auf. Wir können mal gucken, ob der, wenn er durchzieht, Daniel Hofmann. Wir gucken mal. Unten rechts in der Ecke seht ihr das, ja. 2,50 haben wir jetzt erreicht. 2,70 haben wir jetzt. Oh doch. Alter, sind die schnell. 2,78. Krass. Das waren wir damals auch so schnell. Ich weiß ja, warum die 46er Zeiten fahren. Eieiei, Konstantin Karl im 24er Fefen-Problemen. Oh, der war doch vorhin mit der richtigen Livery drauf, Mensch. Schade. Schade. Hier passt die Livery nicht beim Kollegen. Das ist schade. So, 46.962, Freunde. Das gilt es zu schlagen aus Sicht der Teilnehmer. Knappe 9,5 Minuten haben sie noch. Dann ist hier Feierabend im Quali. Mons Polesetter, Max Florenz 2, Christian Lautenbach 3, Michael Pirsheim 4, Jonas Zeus auf der 5 im Schnelldurchlauf. Wo ist der René Moldenhauer? P22, da haben wir ihn. 48.067, jetzt P24, Daniel Pay. War da ein Ticken schneller, 48.062, das heißt 5000stel hat Daniel Pay gegenüber dem René gefunden. Ja, das ist richtig. Wenn es ein Schwarz-Matt wäre, was ist so ein Schwarz-Matt-Carbon, weißt du, das sieht so ein bisschen bläh. Aber ich bin bei dir, es hat schon was. Florian Wilmer, Boxeneinfahrt, Peter Lindner. Na, da scheint es ein kleines Techtel mehr. Oh, sieht der böse aus. Bah. Beide Fefes, schaut euch an, ganz brutale Frontschäden bei dem Peter Lindner und dem anderen Fefe. Das ist zwar auch ein Fefe, der Gerd Binder, aber da ist kein Damage zu sehen. Sandro Conradi, P32 mit 48,497. Freunde, wenn wir so drüber nachdenken, der Sanna froh, wenn wir 48er fahren, oder? Boah. Ben Euskirchen. P45 für Sven. Sven, was ist da los? 49,637. Marcel Sauer, P42. 49,162 für den Hover Sim Racing Porsche. Hier haben wir Tobias Martini. 48,817. P37 wäre das.
Oh, das ist ein leichter Ausritt hier bei Michael Weber im Bereich der Ascari-Schikane. Jakob Hausinger, auch er schmeißt den Koffer weg im Apex der Ascari-Schikane. Und René Moldenhauer parkt auch ganz ungewöhnlich. Ich kann euch nicht sagen, welche Streckensektion das ist. Ich sehe es einfach nicht. Er muss irgendwo Bereich T1 sein. Aber wo ist denn da bitte schöne Brücke? Wahrscheinlich ist der Pizzabote an der Tür stehend und hämmert ihm das Ding da ein, weil er die Bimmel nicht hört, oder? Oder weil er zu wenig Trinkgeld unter die Fußmatte gelegt hat. Ich weiß es nicht. Kann sein. Klaus Jäkel auf 11. Großartig. 47,517 für den Soapbox Racing Piloten. Detlef KP 23, Daniel P 24. Peter Lindner 21. Position. Oh, da steht ein Fortune Hunter Racing Lambo links auf der Seite. Entgegengesetzt, das ist Ausgang Lesmo 2. Das Richter? Ja, das ist Christian Richter. Ja, der scheint uns hier den Spinaler gemacht zu haben. Am Curb, Ausgang Lesmo 2. Ja, die Frontpartie bestätigt das Ganze. Der ist frontal eingehämmert auf der rechten Seite, aus Fahrersicht in die Leitplanke. Ebenfalls, schönes Wochenende, Jona. Bleib mir munter. Toi, toi, toi. Und auf jeden Fall noch einen schönen Abend gewünscht. Hier haben wir Samuel Farmer im Bild. 40 für Samuel, 48,950. Mario Elderly, P42, 49,137. Kriegst du hin, Yoda, kriegst du hin. Patrick Schröter hier im Bild, der einzige Honda NSX. Zumindest hier am heutigen Abend in Monza. 48,745 für den Honda-Fahrer. Graf Balu, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Boah, der geht hier sehr hart über den Sausage. Ja, und jetzt kriegt das Auto wahrscheinlich nicht sauber rotiert. Ah, doch, ging. Ah, da ist der Blinker an. Siehst du? Von vorne siehst du den Blinker gar nicht und hinten hast du einen riesen Leuchtstreifen, hey. Geht nicht. Schön ist den Christopher Schmidt, neuer Zweiter. 47,002. Ey, Chris, Digga! 3000stel mal in der Henne 46,9 Ständer Cut, hey. Alles gut. Boxenausfahrt bei Christian Richter, daher gelbe Flaggen draußen, das ist vollkommen legitim. Aber Moldenhauer steht immer noch da. Also wie gesagt, da muss irgendwas... Ich hoffe nur nicht, dass irgendwas ausgefallen ist. Also wenn der jetzt ein technisches Problem hat, dann wird es richtig uncool. Tobias Martini jetzt vorbei an Alex Langhorst, holt sich somit die 37. Position, 48,660 Konterfahren. Auf Palu geht's hier gut. Die Woche bis dato einigermaßen gut überstanden. Hier haben wir Wolfgang Busch, P32, 48,342 für Wolfgang Busch. Ganz, ganz enge Kiste, ey. Heiligsblechle. Schaut euch bitte an, Freunde, die 2-Sekunden-Marke, die obligatorische, umschließt komplett das 40 Fahrer des kompletten 48-Fahrerfeldes, mannstarken Feldes so rum. Und die obligatorische Sekunde umschließt die Top 22. Also hier, Peter Lindner ist noch im Rahmen der Sekunde drin, des Sekundenfensters. Leon, grüß dich. Moin. Eben habe ich nach dir gefragt.
möglich, Docti, möglich, natürlich. Hier, guck mal, Leon, der Christopher, der Christian geht richtig steil. P4 aktuell im Quali. Knappe 2,5 Minuten haben wir noch. Muss, Leon. Ich hab's vorhin schon mehrfach erwähnt, morgen ist Freitag und dann haben wir Wochenende, Leon. Das muss geil sein. Boxenausfahrt nochmal für Christopher Schmidt. Oh! Da kommt er mal richtig steil. Ja gut, ist natürlich auch schwierig. Ne? Kommst du aus der Box, kommst aus der Box raus und hast eiskalte Räder unterm Chassis. Conradi De Sandro, P23 vorbei an Detlef Kiep. 47.877 für den Sandro. Sehr geil. Marius Zorner, 41. mit 49.0. Oh, da biegt der Grieche mal ganz steil ab. Im ganz steilen Winkel. Der Johannes Zeus. Im Augenwinkel haben wir das Auto gesehen. Das ist er jetzt im Vollformat. Dankeschön, Cemkas, ebenfalls. Nebelkrähe, grüße dich, moin. Der hat schon wieder zwei... Ja, ist aber erst im ersten Sektor, der Stefan Mons. Jetzt ist wieder ausgeglichen, 46,9. Das müsste man toppen binnen den nächsten 30 Sekunden. Im besten Falle. Von Kempen auf der 12, 47,475 für den Stefan. Nein, da bin ich nie, Leon, da bin ich nie. Also, das ist mitunter der einzigste Spot auf diesem Planeten, wo man mich niemals antreffen wird. Bei denen nicht, definitiv nicht. Du warst einmal beim Cristiano im Rick, also bei dem... Bin ich jetzt doof? Cristiano ist doch der Christopher... Nee, warte mal. Doch, ist doch der Christopher Schmidt, oder? Herr Renix, vielen Dank für den Follow, wunderschönen guten Abend. Alex on the Fly, grüße dich. Ach, der Christian Lautenbach. Ach so, ja, richtig, genau. Ja, Entschuldigung, wie komme ich dann drauf? Cristiano, natürlich. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ich habe auch relativ viel Druck da im Lenkrad mit drin. Aber, ja... Also frei nach dem Motto, ich bin auch einer der Fahrer oder der Piloten, die das Ding, wenn sie wissen, sie müssen Endo fahren, auf jeden Fall ein bisschen entschärft. Ja, richtig, ich habe aber fälschlicherweise, Leon, hatte ich Christopher gesagt als erstes, anstatt Christian. Also ich meinte im ersten Moment nicht dein Bruder. Und das war ja falsch. Also, Moldenhauer steht immer noch. Der hat definitiv das Quali nicht fortsetzen können. Aktuell wäre es Position 23 im Starting Grid gleich. War gestern beim Checkup beim Hausarzt und siehe da, in zwei von knapp 95 Kilo auf 83 runter. Zwei Wochen soll da wahrscheinlich noch drinstehen, also Wochen soll da wahrscheinlich noch drinstehen, oder Alex? Zwei Monaten, ah okay, ja, ist doch geil. In zwei Monaten ist das vollkommen legitim und vollkommen cool, weil dann hast du auch nicht unbedingt, läufst du nicht Gefahr, einen Jojo-Effekt zu kriegen, weißt du, was ich meine? Sehr geil. Genau, richtig. Zwei Wochen mehr ungesund, definitiv.
So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wie viel Uhr haben wir denn? 21 Uhr. Ah je, da muss ich die Grafik wahrscheinlich gleich umbauen. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es läuft. 18 Grad außen, 18 Grad im Parcours. Wir hatten gerade 31, Freunde. Jetzt müssen die Fahrer auf jeden Fall ihn bezogen auf ihr Thema Reifendruck so ein bisschen rechnen und nacharbeiten. Weil das passt definitiv gleich nicht mehr. So. Ich hab schon. Was haben wir an Pitstop, an Zeit, Boxenstopp-Fenster bei der Hove? Waren das 20 Minuten? Waren das 15? Ne, 15 waren es, glaube ich, bei der Dings, bei der SSG. Oder waren es 40 Minuten? Oh Gott. Freunde, wisst ihr das noch? Wie groß war das Pitstop-Window bei Hovesim Racing? Kann man das einfach nicht merken. Geht nicht. Na komm, ich gehe mal auf 40 hinauf. Passieren tut ja nichts. So, die Gaps machen wir an fürs Race, jawohl. Und dann kommen wir. Auf jeden Fall, Leon, auf jeden Fall. Brauchen wir noch hier die. Nicht Manufacturer, Car Number. Und dann rein ins Grid. 20 Minuten, Pierre, dankeschön. Dankeschön, 20 Minuten, was? Perfekt. Also, Polesetter haben. Ja, scheiße, das Fenster weg. Polesetter ist Stefan Mons, Christopher Schmitz von 2, Max Florenz von der 3. Hugo, mein Lieber, wunderschönen guten Abend. P4 für Christian Lautenbach, P5 für den Michael Pirschheim auf der 6. Daneben steht Daniel Anderson. Dann haben wir auf der 7 Jens Alusa. Auf der 8 flankiert also den Jens, der Sebastian Brocke zu finden. P9 für Jonis Zeus. Dann haben wir auf der 10. Position Chris Heyer. Gerd Binder startet von der 11. Position. DT für die 52. SG20 für die 14. Das sind die Vorabstrafen aus dem letzten Durchgang. Kampfzwergerl, richtig? Richter von 12. Stefan van Kempen, 13. Position. Danny Anwand von der 14. Klaus Jäkel darf auf der 15 ins Rennen gehen. P16 für den Pierre Meyer. Dann auf der 17. Position. Ah, dankeschön, ja, Kampfzwergel. Haben wir Matthias Weggel. Peter Lindner steht auf der 18, P19 für Alvin Busjan. P20 für Wolfgang Busch. P21 finden wir den André Schwarz auf der 22. Daneben steht der Mercedes, Werkskollege, der Florian Wilmer. P23 für René Moldenhauer. Sandro Conradi steht auf der 24. Der Schweizer, der Remo Kipfer, steht auf der 25. P26 finden wir Daniel Pay, Alexander Rötz von der 27. P28 haben wir den Porsche-Fahrer Konstantin Karl. P29 für Detlef Keep. Dann auf der 30 daneben steht Peter Buchholz im 5er BMW M4. P31 Moritz Falk. P32 Jakob Hausinger. P33 der Nick Lehfeld. P34 Tobias Martini, P35 für den Pierre Brückner, P36 André Dvoracek. Brückner hat einen Disconnect, so wie es ausschaut, der Vierer, deswegen ist der gerade nicht angezeigt worden. Alex Langhaus 37, Patrick Schröter 38, Daniel Hofmann 39, Samuel Farmer von der 40, Marius Zahner P41, P42 Alexander Cruz, P43 Mario Elderli. Und Michael Weber haben wir auf der 44, die 45. Position für Marcel Sauer. Jawohl. Die 46 für Sven Euskirchen, Armin Schütz von der 47, 48. Position Rich Pfaffenroth. Schönes Ding. Geil. So, Pierre, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Pierre Meyer ist mit dabei heute Abend. Also DT für die 52, SG20 für die Startnummer 14 und die 4
haben wir aktuell verloren. Und da setzen sie sich in Bewegung. Wie gesagt, es kann sein, dass ich gleich nochmal kurz die Grafik ändern muss, wenn dieses Lackere dazu nervtötend sein sollte. Jetzt gucken wir erstmal, dass da alle wegkommen. Strafen sind wahrscheinlich schon ausgesprochen. Da können wir ganz kurz nachgucken. Ich mache mal den Tower geschwind weg. Ja, da ist die SG 20. Das ist Remo Kipfer in dem Fall. Die Startnummer 14. Und was war das andere? Die 52 hast du gesagt, ne? Ja, das ist Danny Anwand. Da ist er. Ja komm, ich stell gleich um. Lieber jetzt wie später. Also 20 Minuten Pit-Window haben wir eingestellt, danke dafür. Ein Pflichtstopp. Ey, Flo, mein Lieber! Was ist denn hier los? Ey, Brotzeit. Vielen, vielen Dank für dein T1 Free Sub. Digi, Kuss geht raus. Willkommen zurück im 36. Monat. Dankeschön. 3 Jahre voll gemacht, mein Lieber. Fettes Merci. Hofft dir geht's gut, mein Bub. 36. Brutal, wie die Zeit rennt, oder? Recken, wir kennen uns schon mindestens 5 Jahre. Gefühlt. Also, Stefan Mons gibt dann hier gleich die Pace vor. Es ist schon dunkel. Also, meine Herren. Corona? Wie Corona? Hast du jetzt wieder Corona oder was? Mach keinen Scheiße. Du hast gerade ein Mainboard für 1000 Euro gefunden. Dafür kauft sich manch anderen einen kompletten Rechner, Digga. Ja, ja. Also wenn die in dem Format das ganze Rennen beisammen bleiben, dann haben sie auf jeden Fall auch kein Problem, was das Thema Dunkelheit betrifft, ne? Gerade zum Start wieder da, Robin Eitos, willkommen zurück, mein Lieber. Wieso hast du dauerhaft, Corinna? Ekelhaft. Digga. Flo! Von 60 Minuten. 60 Minuten und wir gehen auf die ersten Meter. Ampelanlage wird gleich umschalten auf grün. Und dann heißt volle Attacke. Green light, green light. Go, go, go. Uiuiui, lasst euch Platz, bitte. Bremst gefühlt 600 Meter früher. Tut's einfach für eure Gesundheit. Guck mal, da hinten ist voll der Stau. Da hinten ist voll der Stau. Aber geil, lieber so wie das. So wie jetzt. Wo bist du hier? Scheiße, Alter. Das geht ja als weiter, ey. Was ist da los? Habt ihr das Knäuel gerade gesehen? Meine Fresse, ey. Welchen Gang? Der 5. Gang. Motor aus der Katastrophe. Voll die Überschlagungen, ey. Onboards, die Fahrer, die wissen gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Katastrophe. Aber war nur im hinteren Feld, habt ihr gesehen, ne? Ja, es war der Massencrash, aber wir haben es auch schon deutlich schlimmer gesehen.
So, Stefan Monz auf 1, ganz locker, ganz easy. Da vorne hämmert schon mal ein D-Zug weg, nämlich die Top 5 als solches. Daniel Anderson hatte da ein bisschen Lackaustausch mit P6 gehabt. Wir lassen die sich jetzt echt ganz locker ein bisschen eingrooven. Den einen oder anderen Frontschaden werden wir bei der Dunkelheit zum Glück nicht sehen. Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Alles cool. Alles cool. Hier, Peter Buchholz, da haben wir schon zum Beispiel den ersten Frontschaden. Ne, fehlt noch ein bisschen Lack. Fehlt noch ein bisschen Lack. Alles cool. Alles cool. Hat schlimmer ausgesehen, wie es war. Moritz Falk auf die 37 zurückgefallen. Greift jetzt hier. Da ist die Motorhaube definitiv am machen. Den Tobias Martini an. Zufahrt Ascari. Bei Tobias Martini haben wir so ein bisschen Lackverlust am... Oh, Achtung! Bei Tobias Martini ist der Heckdiffusor locker. Tobias Martini, hab das im Hinterkopf. Denk an deine Hinterachse. Du wirst nicht mehr ganz so viel Grip auf der Hinterachse. Hinterachse haben! Doppelklick drauf, geht's auf. Ja, nee, Spaß beiseite. Hinterachse natürlich. Friedrich Pfaffenroth haben wir hier im Bild. In der Box ist Daniel Hofmann. Und der ist jetzt auch weg. Okay. Strange. Strange war das. Aber es war erst in der Schikane. Also es war jetzt im ersten Moment gar nicht wirklich auf der Bremse für T1, sondern erst im Apex der ersten Schikane. Mach das. Hau rein, mein Lieber. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wenn wir uns morgen vielleicht nicht hören, wobei ich bin morgen nicht live, dann auf jeden Fall ein schönes Wochenende, gell? Brotzeit. Lost schmecken. Lackaustausch Jonis Zeus gegen Stefan van Kempen. Das ist der Fahrer mit der Startnummer 12 an P11 unterwegs. Und an der Spitze geht's heiß her, definitiv. Max Florenz 3, Lautenbach, der Christian auf 4, Michael Pirchheim 5. Immer noch weitestgehend zusammen. Anderson Daniel ist auf 3 Sekunden, 4 Sekunden zurückgefallen. Alvin Busjan auf der 16. Hinter Klaus Jäkel vor Peter Lindner, Wolfgang Busch, Sandro Conradi mit P19. Oh, da gab es auch wieder ein bisschen Lackaustausch. Daniel Pay Richtung Florian Wilmer und oder umgekehrt. Wilmer fällt zurück auf die 25. Konstantin Karl im Porsche konnte davon profitieren. Daniel Pay ist vor ihm an der 23 unterwegs. Alex Langhorst hat einen Hitcher gehabt. Auf die 32 ging es da zurück für Alex Langhorst. Im Pfeffer. Hausinger, der Jakob, side by side zu Nick Lefeld. Da geht's too wide durch die Parabolika mit dem besseren Exit für den Lambo-Fahrer, für den Fortune Hunter Racing-Kollegen für Nick Lefeld. Detlef Keep im Windschatten hinter André Dvoracek. Und der wiederum kann Windschatten genießen, gespendet von Alex Rütz auf der 28 im Porsche. Das macht er gut, da macht er die. Potenziell und er ist zu spät, er ist full spät auf der Bremse gewesen, meine Fresse. Das hätte aber auch böse ausgehen können gerade. André Dvoracek hat sich katastrophal verbremst für die erste Ecke und er hat zum Glück niemanden erwischt. Musste dann den Notausgang nutzen und nehmen. Und jetzt ist es normalerweise so, dass André Pace rausnehmen muss, im Grunde, um Alex Rütz und Detlef Keep passieren zu lassen, weil er hat abgekürzt. Er hat sich im Grunde einen Vorteil verschafft. Das heißt, has to give him back the position. Perfekt, das hat er gemacht. Alexander Rütz ist passieren lassen worden. Wiederum von André Dvoracek. Schönes Ding, auch Detlef Keep probiert es direkt in Kombination. Und beide mit dem Hecktänzler. Peter Buchholz, jetzt womöglich der lachende Dritte, jawohl, er geht vorbei an Detlef Keep. Der hat aber auch kurz geflasht gehabt. Eventuell war es, weil er selber erbost war über seinen miserablen Exit und oder weil er Peter Buchholz signalisiert hat, pass auf, fahr vorbei, ich bin eh gerade viel zu langsam für den Moment. Da geht er weit über den Körb drüber und Tobias Martini, aber auch Moritz Falk auf Abwägen im Bereich Ascari Schikane. Ich glaube, da gab es sogar einen fetten Contact. Pass auf. Nee, der kam noch vor. Ach du Scheiße! Oh Gott, das war. Ach, das war der andere M4. Das war Marius Zahner, der den Kollegen da volles Brett auf die Hörner genommen hat. Der konnte aber auch überhaupt nicht mehr ausweichen. Das ist Hundegang 3.0 jetzt bei den beiden M4-Kollegen.
Ganz, ganz bittere Nummer. Eieiei. Mario Elderly, P36, Inside. Ist Tobias Martini unterwegs? Martini. Ganz, ganz eng rumgefahren durch die Parabolika. Nee, der hat ja gestanden. Der hat ja gestanden. Patrick Schröter, Lackau. Ja. Oh Gott. Gut gemacht von Pierre Brückner. Ist zwar high über den Sausage Curb drüber gejumpt, aber das Auto blieb trotzdem einigermaßen stabil. Armin Schütz auf 40, Danny Anwand 41. Lack, Geblänkel gegen Samuel Farmer. Ist der losgerollt? Ich hab's nicht wirklich gesehen, ehrlich gesagt. Wäre der Meinung gewesen, er hat gestanden, aber alles gut. Bin ja nur ein Mensch, kann mich auch mal täuschen, oder? Euskirchen. Peter Buchholz in Problemen, der steht. Ah, Schuss! Oh Gott. Ausgang Lesmo 2 für Peter Buchholz, muss den Koffer neu ausrichten. Das ist absolut bescheuert. Überleg mal, du knallst durch Lesmo 1 durch, denkst du knallst durch Lesmo 2 und denkst immer noch und dann guckt dich einer mit Scheinwerfern an, Alter. Katastrophe. Ey, da denkst du in dem Moment, ich will nach Hause zu meiner Mama. Ja, so ungefähr. Katastrophe. Aber genau so ist es. Christopher Schmidt ist auf der 1. Christopher Schmidt ist vorbei an Stefan Mons. Mons jetzt auf 2, Christian Lautenbach 3, Max Florenz auf der 4, Michael Pirscham auf der 5, Daniel Anderson P6, Sebastian Brocke 7, Jens Aluso auf der 8, Chris Haya auf 9, Gerd Binder direkt dahinter auf der 10, verfolgt von Stefan van Kempen auf der 11, Jonas Zeus auf 12, Greetings, Pierre Meyer auf der 13, Matthias Weggel auf der 14. Position. Auf jetzt Weggel, sind wir zu, Weggel mit Moin, zusammen uns Moment, Attacke unten rechts drauf wird lauter. Alvin Buschern auf der 15, Peter Lindner P16, Klaus Jäkel 17, Sandro Conradi auf 18, Wolfgang Busch 19, André Schwarz auf der 20. Florian Wilmer 26 hat aber das Duett hinter sich. Jakob Hausinger, aber auch Alexander Rütz. Ist eine geile Kombination. Klefeld ist ein Goldfahrer, Florian Wilmer der Silver Driver und Jakob Hausinger dahinter ist der Bronzefahrer. Dann wiederum ein Silver Driver, der Alexander Rütz. Also bunt gemischt, hätte ich gesagt. Schröter, Martini, auch da wieder ein bisschen Lackaustausch gehabt zwischen dem Honda NSX, dem einzigen, dem Patrick Schröter pilotiert und dem Tobias Martini. Armin Schütz. Ah, volles Brett verbremst, muss jetzt hier im Bereich zweiter Schikane. Weiter Fahrt Richtung Lesmo 1. Die Position abgeben an Pierre Brückner 39, Danny Anwand 40, auch Samuel Farmer ging da vorbei im Pfeffer, übernimmt P41 Justamente. Sven Euskirchen im Windschatten hinter Marcel Sauer. 47 Mitte mittlerweile die neue schnellste Rennrunde gefahren von Christopher Schmidt. Oh, was war das denn, Sven? Da hat er mal komplett zurückgesteckt. Zufahrt Ascari. Gegen Marcel Sauer. Wilmer ein Problem. Florian Wilmer ganz, ganz langsam. In der Parabolika unterwegs gewesen. Beide profitiert von Jakob Hausinger 26, Alexander Rütz 27. Christian Richter P21. Halbes Sekündchen hinter André Schwarz. Das war mein Kack-Exit. Meine Herren. Christian, mach sowas nicht. Und Konstantin Karl im Problem. Konstantin Karl. Scheinbar abgeflogen. Kontaktsituation mit Nick Lefeld gehabt? Fragezeichen. Oh ja. Bitter. Aber es geht weiter für Konstantin Karl auf der 29. Position. Hoffe, dass er da jetzt nicht allzu viel Damage hat am Auto. Hinterachse würde ich sagen, Heckdiffuser sollte noch fest sein. Rodacek vorbei an Florian Wilmer, Wechsel um die 27. Lesmo 2 haben wir durchfahren, es geht in Lesmo 2 rein. Was ein Safe vom André. Gut gemacht, Florian Wilmer. Klar vorbei. Lindner, Peter Lindner in Problemen. Das ist Ascari. Auch hier muss das Auto wieder ausgerichtet werden. Kam von der 16. Dort ist jetzt Klaus Jäkel.
Ah, das ist brutal. Lindner kann die Weiterfahrt fortsetzen auf P28, oder? 29. Martin, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Und der Weggel weggelt. B12 für Matthias Weggel. Hinter ihm ist Pierre Meyer, der setzt zum Angriff an für T1. Alvin Busjan im AMG ist mit in der Verfolgersituation. Oh, gut. Gut gemacht von Matthias Weggel. Das Bremsphänomen des Porsche sich im besten Falle zu nutzen gemacht, hat er. Stefan van Kemp im Windschatten hinter P9, hinter Gerd Binder. Hubla. Susi, wunderschönen guten Abend, Grüße. Martin, wie geht's dir? Christopher Schmidt, knappes Sekündchen ist er weg. Susi, alles gut? Das könnte jetzt eventuell was werden. Binder muss auf der rechten Seite bleiben gleich. Ui. Alles cool, leicht angelehnt. Jetzt muss er wahrscheinlich gleich hüpfen. Glaube ich dir, Martin. Glaube ich dir. Ja, es gibt so Phasen, es gibt so Momente. Schönes Duell zwischen den beiden Werkskollegen. Gerd Binder auf 9 im gelben Pfeffer auf der rechten Seite im Bild. Und wir sind onboard bei Stefan van Kempen an P10. Außenrum. Ja, man kann ein Too Wide aufmachen, das geht. Aber es müssen ganz klar beide mitspielen. Denkt dran, auf der linken Seite habt ihr den Betonpöller gesehen. In Watkins Glen ist das wirklich Beton. Hier in Monza kannst du mit über die Strecke schubsen. Chris Haya kommt natürlich jetzt wieder dichter dran an die beiden Streithähne. Kennt ihr ja, kennt ihr das Phänomen, ne? Wisst ihr selber. Wenn du da im Fight bist, verlierst du immer etwas Zeit. Klaus Jäkel P16, Wolfgang Busch jetzt auf 17, beide vorbei an Sandro Conradi. Im weiß-roten Porsche dahinter. Ah, Daniel Pay. Muss hier federn lassen. Achtung, Achtung. Oh, Gott sei Dank. Kleefeld hat sich da auch noch vorbeigepresst. Jetzt kommt wahrscheinlich der Konterversuch vom M4-Piloten. Ja, da lässt Kleefeld aber auch Platz. Der Nick großartig. Über den Flügel des Lambo geblickt. Das Lamborghini Huracan GT3 Evo. In Richtung Daniel Pay, Jakob Hausinger, Alexander Rötz und Florian Wilmer. Wenn der die Sekunde die Lücke schließen kann, ist auch wieder mit von der Partie. Das ist aber doch die Hauptsache, Martin Mensch. Überleg nur, ob es an mir liegt, dass ich FPS-Drops habe. Naja gut, wenn du sagst, dass du die Drops hast, Susi, dann kann es nicht an mir liegen. Also der Danny Anwand, Freunde, das ist das Auto mit der Startnummer 52, hat die Strafe schon abgesessen, war aber auch eben gerade nochmal an der Box gewesen. Hatte der eventuell eine DT? Nein, eine DT musste bis dato noch keiner clearen. Über zum Pierre Brückner, der ist auf der 42, hinter Friedrich Pfaffenroth und der war wild am Kurbeln mit seinem Porsche. Jetzt vorbei für Pierre Brückner außenrum am Porsche an Friedrich Pfaffenroth. Sehr schön. Daniel Pay ist vorbei an Nick Kleefeld. Wechsel auf die 22. Und Jakob Hausinger auch noch vorbei an Kleefeld.
Boah, der muss sich hier ganz schön erwehren. Achtung, da ist noch ein Porsche. Nick, da ist noch ein Porsche. Boah, Alexander Rütz gewesen. Florian Wilmer, P25. Nick jetzt auf das 27. Auch Konstantin Karl konnte da vorbeigehen. Klar, Nick musste da erstmal wieder Pace aufbauen. Das war gerade blöd, das Missverständnis, Mensch. Die sich da übersehen haben. Van Kempen vorbei am Gerd Binder. Max Florenz, 4 Zehntelchen hinter Christian Lautenbach. Und jetzt heißt Flucht nach vorne, oder? Stefan Van Kempen, Attacke, Mann. Wer weiß noch, wie Stefan Van Kempen auf Twitch heißt? Und ewig nicht mehr gesehen, aber wenn er mal da ist, ist es immer absolut geil. Stefan Mons. Das Battle um die Spitze zwischen Christopher Schmidt und Stefan Mons. Outsetter war P2 aktuell, nämlich der Stefan. Mach mal einen Satz-Selfie. Da war ein Porsche. Ja, hier sind ganz viele Porsche mit bei. Was meinst du? Schade, Mensch. Schade, schade, schade. Samuel Farmer hat abgestellt, aber auch Marius Zahner. Brückner vorbei an Armin Schütz. Der hat geliftet. Der hat aber auch einen ganz ekelhaften Frontschaden, Freunde. Wie macht die Motorhaube beim Pfeffe? Genau. Ach so, wo, meine Aussage meinst du? Ja, das stimmt. Genau, Hugo. Das war irgendwas mit Drache. Hier geht Peter Lindner ein bisschen weit. Jetzt musst du draußen bleiben. Jetzt bleibst du draußen. Jawohl. Achtung, da kommt noch einer. Detlef Keb an ihm vorbei, aber auch der nächste Porsche, André Dvorak. Vorbei an Peter Lindner. Samu, mein Lieber, grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Alles gut. Alles gut. Es gibt so Rennabende. Da läuft es halt einfach mal gar nicht. Aber ansonsten geht's dir gut, Samu, oder? Machen wir so Snacks, ja. Hau rein, mein Lieber. Komm gut zu liegen. Furzi Pups, der Knatterdrache. Das ist der Twitch-Nickname von Stefan Van Kempen. Wo er mir das erste Mal den Follow gesetzt hat und ich habe den Namen gelesen, bin ich fast zusammengebrochen vor Lachen. War absolut geil. Boah! Jetzt bleib rechts! Bleib rechts! Ah, du darfst doch nicht so die Linie zumachen. Oh, das seid ihr wahnsinnig. Meine Fresse. Da waren sie aber auch zu spät im Anker. Da waren sie viel zu spät im Anker. Da haben sie den Side-Draft gehabt, beziehungsweise Windschatten. Und dann ging es ja mal richtig steil. Alvin Bussian. Und auch Pierre Meyer. Waren da zu spät im Anker gestanden. Guten Tag, Finn. Wunderschönen Abend. Grüße. Wie du bist operiert werden. Zweimal läuft. Noch nicht so und dann ohne Training direkt von Arbeit zurück, ist einfach scheiße. Ja, das glaube ich dir, Samuel, das glaube ich dir. Scheiße, wo, darf ich fragen, wo bist du operiert worden? Bitte nur beantworten die Frage, wenn es nicht zu privat ist, ne, das ist ganz klar. Darkfin, wie geht's dir? Nierensteine. Okay. Ach, du kriegst die Motten, Mensch. Aber in deinem Job bist du noch unterwegs, oder? Stationiert und so. Das passt noch alles. Florian Wilmer vorbei an Daniel Pay. Ganz gut, iRacing am Grinden. Okay. Ach, du kriegst die Motten. Okay. So, jetzt ist das Pitwindow offen. Ihr habt es gehört vom Spotter im Background, im Hintergrund. Die beiden Vinari-Kollegen hier, Lautenbach auf 3, vor Max Florenz auf 4. Christopher Schmidt, das wäre ein grandioses Ergebnis, ey. Das wäre die Doppelpräsenz auf dem Podium für Vinari Racing, gefolgt mit P4. Michael Pirchheim ist etwas abgeschlagen auf P5, aber auch erst Zweikampf befreit, Justamente. Daniel Anderson auf 6, dann Sebastian Brocke 7, Jens Aluser 8, Stefan Van Kempen auf 9. Gerd Binder lässt sich aber nicht abschütteln. Also der Stefan hatte definitiv hier alle Hände voll zu tun, der Stefan Van Kempen. Susi, pass mir auf den Chat auf, ich bin was am Essen. Hast du kein RP heute, Susi?
Also, nicht, dass es mich nicht freuen würde, dass du da wärst, ne, um Gottes Willen. Also, meine anders, boah, das ist so geil. Freunde, das ist so mega. Ich tue auf Twitter, tue ich ganz gerne Assetto Corsa, also nicht ACC, sondern AC verlinken. Und taggen. Wenn die meinen Tag sehen, dann setzen die ganz gerne mal ein Like, beziehungsweise aber auch manchmal ein Retweet. Ihr wollt nicht wissen, was dann hier bei mir im Twitter abgeht. Das ist so geil, genau wie sie eben gerade wieder gemacht haben. Kuss geht raus. Bist gerade erst nach Hause? Ach so, okay. Passt. So, Boxenstopp-Fenster ist offen, das heißt, in der Box ist Florian Wilmer, Marcel Sauer, Peter Lindner, Alex Langhorst, Friedrich Pfaffenroth. Samu, wenn du willst, kannst du vom Server natürlich runtergehen, gell? Das wäre nicht das Problem. Im ersten Moment. Auch Peter Buchholz ist in der Box zugegen, da sehen wir den Fünfer. BMW M4. Wild gestikulierend drin gesessen und aktiv mit Streckenbegrenzungsmaterial umhergeworfen. Patrick Schröter, gelbe Flaggen für den einzigen Honda NSX, verliert die Position 28 gegen Sven Euskirchen. Pierre Meyer im Zweikampf gegen Alvin Busjan. Chris Haya ist dahinter auf der 14. Boah, schauen wir mal. Ich denke, der Chris wird sich nicht abschütteln lassen. Im besten Falle Gerd Binder bleibt dran, weiterhin an Stefan van Kempen. Max Florenz immer noch hinter Christian Lautenbach, hinter Teamkollegen. Der wird ihn wahrscheinlich gefühlt anschieben, ja? Oder so ein bisschen motivieren, dass er ordentlich durchpinnt in den Stuhl rein. Also in das Fahrzeug, in den Koffer. Ingo, wunderschönen guten Abend, grüß dich. Alles gut, muss ich nicht entschuldigen. Lieber spät als nie, weißt du, wie ich meine? Oder als gar nicht, Ingo. Alles cool. Außerdem, ey, komm, weißt du, wie das bei der Community ankommt? Guck mal hier, der Bloody hat seine Mods mehr wie im Griff, weißt du, wie ich meine? Ich bin voll der Kuhtreiber. Nee, hör auf, mach das nicht. Alles gut. Meine Mods haben ihr geilste Leben ever, ohne Scheiß. Bin einfach nur mega dankbar, dass sie da sind. Schweizer Bobby jetzt gegen Armin Schütz. Der hat den Frontschaden noch am Pfeffer im Auto. Ja gut, der ist vom Topspeed respektive aerodynamisch einfach auch ganz klar im Nachteil. Genau, Lied nur im Begrenzungsschild, ja genau. Dvoracek in Problemen, das ist Lesmo 2 im Ausgang und der steht ganz scheiße. Der steht ganz, ganz Also das habe ich selten erlebt, dass der die Hinterachse, dass du das die Hinterachse am Auto verlierst, ohne auf dem Curb gewesen zu sein. André Dvoracek muss den Koffer ausrichten, P27 jetzt für André. Johannes Zeus. Oh, das läuft halt überhaupt nicht für den Griechen. Johannes Zeus ist auf der 30. Position hinter Mario Elderli, ist aber Boxenstopp bereinigt. Das muss man ganz klar sagen. Also aktuell im gesamten Feld wäre Johannes Zeus ganz, ganz weit vorne. Dvoracek erneut in Problemen. Da hinten, der blaue Porsche, das ist André Dvoracek. Anderson. Daniel Anderson. Boxenausfahren. Passt. Nee, passt nicht. Da gab es scheinbar ein Problem beim Daniel Anderson. Das sieht total weird aus. Eventuell ist ihm irgendwas ausgefallen. Kurzfristig. Wäre jetzt eine Ad-Hoc-Vermutung meinerseits. Susi, tun wir nachher vielleicht noch eine Runde doublen? Fragezeichen? Ich frage einfach mal ganz direkt im Stream. Man muss ihn nicht ewig texten, weißt du, wie ich meine? Auch Alexander Rütz vorbei an Daniel Anderson. Zurückgefallen auf die 20. Auf geht's, Bier, komm. Er bleibt auf jeden Fall dran an Alvin Busjan. Das müsste der Teamkollege sein von Florian Wilmer, wenn ich den AMG richtig erkenne. Okay, André Schwarz in Problemen. Auch das wieder Lesmo 2 im Ausgang. Schade. André Schwarz kann an P24 jetzt weiterfahren. Pierre Brückner 42. Bodacek jetzt an der Box angekommen, der André. Aklex, grüß dich! Aklex, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub, mein Lieber. Willkommen zurück im 8. Dankeschön, Kuss geht raus. Aklex, geht's dir gut, Mann? Brückner vorbei an Pfaffenroth.
und Marcel Sauer. Fliegt ab, das ist T1. Die erste Schikane hier in Monza. Hier weg. Du bist gerade in Suzuka schwimmen gewesen. Also so wie wir gestern Abend, Aklex, in Bathurst. Waren wir auch schwimmen gewesen, gefühlt, ja. Weil es ging. Beim zweiten, dritten Anlauf oder so. Sehr geil. Also wenn ich morgen was mache, dann wird es wirklich sehr, sehr spontan sein, Freunde. Davon abgesehen. Weil ich weiß morgen noch nicht genau, kann sein, dass ich ein bisschen länger arbeiten muss, wann ich ergo zu Hause bin. Und ich krieg dann Besuch. Da kommen Freunde von mir aus München in die Ecke. Und ich weiß noch nicht genau, wie, wo, was, wann. Ne? Also wenn ich im Endeffekt nur eine Zunde Steit habe, ja. Eine Zunde Steit habe, Freunde, ne? Dann machst du es natürlich nicht. Aber wenn du eine Stunde nur Zeit hast, dann gehen wir nicht live. Habe ich aber 2 oder 3 Stunden Zeit, können wir überlegen. Aber das entscheide ich dann morgen. Rennen bei der SSG wird wettertechnisch wild. Ja gut, da haben wir ja noch eine bisschen mehr wie eine Woche, Aklex, ne? In 1,5 Stunden Training, 2x30 Minuten Thunderstorm. Thunderstorm? Ach scheiße, nein, mach das sowas nicht. Heavy Rain oder Medium Rain, Heavy Rain, okay, wobei Heavy Rain auf Suzuka auch schon ziemlich krass ist, weil das Problem ist, Suzuka ist so breit und so kacke, dass du bei Heavy Rain unheimlich große Pfützenbildung hast in Suzuka. Und dann hast du wirklich, du fährst Schlangenlinien. Du musst in Suzuka Schlangenlinien fahren. Oida, das ist übel. Also maximal Medium Rain. Aber nicht Thunderstorm. Ich hoffe, dass es wenigstens eine White Thunderstorm war. Und nicht Yellow oder so. Weil Red Thunderstorm ist unfahrbar. Red Thunderstorm geht nicht. Anbremsen T1 ist abenteuerlich. Schön definiert, Aklex. Schön definiert. Abenteuer. Ich werde es ja sehen. Sonntag in einer Woche ist der nächste Durchgang. Wenn sie dann dementsprechend alle die Anker schon mal in den nicht vorhandenen Kofferraum einbauen, aus Boxenausfahrt für Nick Lehfeld. Und definitiv die Rettungsringe mit dabei haben. Im besten Fall auf dem Dach. Angurte, ne? Und dann Attacke. Perfekt. Bei Remo Kipfer für T1. Lehfeld vorbei an René Moldenhauer. Okay. Also White Thunderstorm, okay. Bringen wir uns auf jeden Fall. Meinst du? Aber freue ich mich drauf, Aklex. Dann freue ich mich da drauf. Hackaustausch zwischen den beiden, Kleefeld und Moldenhauer. Christopher Schmidt hat sich lösen können von Stefan Monz. Stefan van Kempen hat auch etwas wertvolle Meter gewinnen können gegen Gerd Binder. Ist der Sid noch da? Sid, bist du noch da? Mit dreier Tür auf dem Kessel auf dem Hamburger Fischmarkt bei Regen. Okay, schöner Vergleich, Aklex, schöner Vergleich. Und ich habe den Sid-Jingle schon ewig lang nicht mehr gehört. Jimkas ist leider im Rick, der hat sich schon in den wohlverdienten Feierabend verabschiedet. Nächstes auch schon wieder pennen. Schade. Ist egal. Ja, Moritz Falk. 131,1 Sekunden hat er gestanden. Ungefähr mich sein, ja.
da gab es einen leichten Titscher mit hier. Alexander Cruz P27 in Richtung Nick Lefeld. Jetzt auf 28. Moldenhauer wieder ganz dicht dahinter. Au, oh, meine Fresse, das ist doch... Das kenne ich so überhaupt nicht. Aber wir haben es ja beim letzten Mal, Micha hat es ja auch beim letzten Mal schon erwähnt und geschrieben, die haben scheinbar echt ein übelstes Problem. Das Auto scheint gar nicht mehr so, überhaupt nicht mehr so zu funktionieren, wie eigentlich gewohnt oder beziehungsweise wie in der Vergangenheit der Fall. Und ich gehe auch dieses Mal wieder sehr weitgehend aus dem Fenster gelehnt. Das ist nicht das Thema Klaus Jäckel hier im Bereich Ascari. Eines Nick Lefeld. Ich kenne das einfach ganz anders. Ganz brutaler Frontschaden. Da gehe ich davon aus, dass auch die Lenkung vielleicht ein Titscher mitbekommen hat. Die Frontscheibe ist auf jeden Fall gerissen, die Frontscheibe. Bei Klaus Jäckel am McLaren im Auto. Auch wenn die Sonne in Tropfen strahlt. Wie viel anders möchten Sie Regen definieren? Ja, in alle jeglicher Varianz. Boxenausfahrt Sandro Conradi. 28 Minuten noch. Alvin Busja bleibt hinter Pierre Meyer. Meyer hat es also am AMG-Piloten vorbei geschafft. Meyer jetzt auf der 10, Matthias Wettel auf der 9. Wir haben heute im Interview dann die Bronzefahrer, Freunde. Das wäre in dem Fall aktueller Position 11, Alvin Busjan. P16, Daniel Pay und P21, Mario Elderly. Das wäre aktuelles, wenn es denn demnach gleich vorbei wäre. Podium in der Silver Class. Konstantin Karl vorbei an Klaus Jäckel. Klar, böse havarierter Stuhl. Koffer bei Klaus Jäckel. Moldenhauer ist vorbei an Nick Lefeld. Benny Moldenhauer jetzt auf der 25. Alex Langhorst übernimmt die 32. Boxeneinfahrt genutzt von Sven Euskirchen und auch Alexander Cruz. Oben links, knappe 27 Minuten, Ingo. Boah, der geht ja voll weit. Für die erste Schikane, Alex Langhorst trifft die erste Ecke nicht. Boxenausfahrt für Sven Euskirchen. Armin Schütz vorbei an Nick Lefeld ebenfalls. Also entweder hat er sich die Reifen kaputt gemacht oder der ist total gefrustet. Der hat abgestellt, Damu. Hier, Daniel Anderson, da steht er in der Box. Also vom Gefühl her hat er abgestellt. Keine Ahnung. Ach so, nee, alles gut. Deswegen sage ich es dir, Ingo. Alles gut. Kannst ja fragen, ist ja kein Problem. Patrick Schröter vorbei an Marcel Sauer. Ruslanski, vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend. Thanks for following, good evening, nice to get you, welcome to my screen. Witz in der Box, so wie Klaus Jäckel. Ah, der Klaus wird auf jeden Fall länger stehen. Kleefeld. Hat jetzt Jakob Hausinger und André Jakob Hausinger hinter sich. 52 ist einer der Piloten, die sich zurückrunden könnte. In dem Fall ist es Danny Anwand, der 52er. Max Florenz, Boxenstopp bereinigt, an der 14 unterwegs gegen Christian Richter. Oh, da hat Richter gelupft. Da hat der Christian Richter gelupft. Vor Parabolica. Busjan ist jetzt drin, Van Kempen ist drin, Lautenbach ist drin. Christopher Schmidt weiterhin draußen unterwegs, immer noch in Führung liegend. 1,8 dahinter ist Stefan Monz auf 2. Auch Michael Pirsheim war noch nicht beim Stop drin. Knappe 5 Minuten haben sie noch, dann schließt das Pit-Window. Lautenbach, Boxenausfahrt, P10 hat er. Salz ohne Burg, ah okay. Burgsalz. Alvin Busjan darf zurückkommen. Achtung, Boxenlinie. Sehr gut. Alvin kommt auf der 19 zurück. Sandro Conradi übernimmt also somit die 18. Position. Kampflos. Gerd Binder auf 6. Oh, der hat es hier vorne gespielt. Heiligsblechle.
Der ist von der 11 gestartet, der Gerd Bittner. Ah, Salzuflen. Ja, gibt's auch, ja. Oh, Hai ein Problem. Das ist die askarische Schikane. Chris Haier. Der trifft den Sausage. Pass auf. Nee, macht er nicht. Ja, was ist denn da los? Dem ist Lenkrad ausgefallen. Jetzt hat er wieder Rennpace. Chris Haier verliert aber die 8 gegen Wolfgang Busch. Boxeneinfahrt. Mons ist drin. Christopher Schmidt, Michael Pirschheim und Sebastian Brocke. Das heißt, jetzt in der Führung liegend ist Jens Alusar, der sich hier für die 1 erstmal phänomenal verbremst. Gerd Binder übernimmt somit die Spitze. Ich finde dieses absolut geil. Ja, wahrscheinlich war er zu weit weg. Ist zum Beispiel mit Boxenausfahrt, genauso Stefan Mons. An P5 und 6 gehen sie weiter. Und Lautenbach P7. Die müssen jetzt definitiv Ende dieser Runde rein. Ansonsten ist das Pit-Window geschlossen. TV-Panne, vielen Dank für den Raid. TV-Panne macht Gruppen mit 12 Freunden zu unserem Stream. Jawohl, so und nicht anders. Jörgo, wunderschönen guten Abend, Grüße. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Zotti, grüß dich, moin. Flux-Kompensator kombiniert mit Red Spike. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, mein lieber Svenny. Hey, TV-Panne, gute Mosche. Flux-Kompensator kompensiert mit und dann ist wunderbar, oder? Hätte ich gesagt, ja. Ja, weil dann kommen auch die komischen Hackbällchen vom Himmel geregnet, ne? Fleischbällchen, so, schön, Fleischbällchen heißt es ja. In dem Film Melinski. Red Spike, mein Lieber, alles fresh? Gott, ihr seid ja munter. Jörgo, wie geht's euch? Geiler Quersteher von Patrick Schröter im Ausgang, Askari. Richtig gut, mit dem einzigen Honda NSX knallt er da quer aus der Ecke raus. Geht mir ab wie ein Bach ins Gesicht. Memo Kipfer jetzt beim Stop drin. Armin Schütz. Ausfahrt für Mario Elderli. 10,3 Sekunden reine Standzeit. Hat da so ein bisschen Front-Damage, Freunde. Da hat nämlich das Licht geflackert. Oder war das ein Anzeigebug? Das sah jetzt gerade ein bisschen strange aus. Tom, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Gut, muss. Ey, morgen ist Freitag, TV-Panne. Was soll ich euch erzählen, ne? So wie ich immer sage. Donnerstag ist Donnerstag. Ne? Und dann Freitag ist Freitag. Dann ist schon wieder Wochenende. Muss geil sein. Jetzt frei bis nächste Woche. Ey, können wir uns die Hand reichen, Red Spike. Genau so und nicht anders. Frei bis nächste Woche Mittwoch. Gut gemacht. War eine Überrundung. Ich habe falsch eskaliert, Freunde. Das ist völliger Quatsch. Nix mit WE. Muss leider Frühdienst bis nächsten Dönerstag. Was? Nein. Warum? Echt jetzt? Scheiße. Ja, das ist normal. TV-Panne, da bin ich bei dir. Das ist immer viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell. Matthias Weckl im Zweikampf gegen Pierre Meyer. Rund um P10. Scheiße. Aber ich muss sagen, Freunde, wir haben keine einzige DT, die... Pit window is now closed. ...bis dato von ACC ausgesprochen wurde. Wir hatten zu Anfang, direkt von Anfang an, hatten wir eine DT bei der Startnummer 52. Das ist eine Vorstrafe aus der Entscheidung von Snetterton gewesen. Elim, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Ansonsten, toi, 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 sehr, sehr geil. Ah, okay. WE, was ist das, ja? Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Euskirchen. Hinter André Dvoracek. Rinn in den Audi 8. Oh, das war der... Ein richtig brutaler Exit beim Porsche vorne dran.
TV-Panne macht ihr am Sonntag wieder Kommi-Tag oder Kommi-Abend irgendwie so? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, sind wir am Sonntag jetzt live? Ne, jetzt am Sonntag haben wir frei. Montag sind wir wieder, wenn wir live. Ach schade, Pierre Brückner hat auch abgestellt. Scheiße. Tobias Martini hat abgestellt. Brückner abgestellt. Schade, schade, schade. Florian Wilmer im Windschatten hinter André Schwarz. Wahlkampf um die 25. Ah, Matthias Winkel! Vorbei an Pierre Meyer. Jetzt lass ihn zurückkommen, lass ihn zurück. Geil gemacht von Pierre. Richtig gut gemacht, das war ganz, ganz wichtig. Matthias Weggel kann natürlich nicht so mal ad hoc am Lenkrad kreiseln, wenn der da über die Wiese hämmert, ne? Habt ihr gesehen? Ganz, ganz gut gemacht von Pierre Meyer. Weggel ging erst vorbei und dann kam die Retourkutsche. Böse Zungen würden behaupten, ja, das ist Karma gewesen. Leider nein, Red Spike, leider nein. Ich habe auch aktuell unter uns gesagt, seitdem ich bei der PWA nicht mehr unterwegs bin, habe ich auch gar keinen iRacing-Account mehr. Also zumindest aktuell nicht. Also wenn, dann würde ich eventuell, wenn ich bei Leipert wieder aktiv ans Lenkrad greifen würde, eventuell in Kombination dazu, aber dann müsste ich halt trotzdem wieder mit der PWA Kontakt aufnehmen, weil die SDK-Geschichte lief komplett über die. Selfie, willkommen zurück. Deswegen, ja, mal gucken. Also aktueller Stand ist der, dass ich dem Luis abgesagt habe, Red Spike. Also der Iron Sky Motorsport, weil ich gesagt habe, nee, ich kann momentan nicht, ich will nicht, nein. Ich habe, weißt du, mein Kopf ist stellenweise noch ganz woanders und aufgrund der Vergangenheit, ich denke, dass ich frühestens Ende des Jahres, beziehungsweise vielleicht sogar erst Anfang nächsten Jahres wieder mit dem Thema größer bzw. breiter in der Masse streamen werde, in der Moderation, wie jetzt dieses Jahr. Ich kann es momentan auch einfach nicht. Also ich, so blöd wie es klingt, auch wenn ihr das Gefühl habt, von wegen der Bloody ist ganz, ganz selten noch am Stream oder relativ wenig. Ja, das ist richtig, euer Gefühl, das stimmt. Hängt aber mitunter einfach ein bisschen damit zusammen, dass ich erstmal hier wieder alles wieder komplett, wirklich komplett in den trockenen Tüchern haben will. Und mit dieser ganzen Scheiße, die jetzt da gewesen ist, dieses Jahr einfach wirklich komplett, aber allem drum und dran mit Sack und Pack abschließen will. Weil das geht mir so langsam richtig auf den Sack. Inklusive, dass mein Privatauto spätestens in 5 Wochen noch weg muss. Und dann muss ich einmal nach hochfahren Richtung Frankfurt am Main. Das ist auch eine kleine Tortur. Und ja, wie gesagt, frühestens gegen Ende des Jahres, Alex. Fünfzehneinhalb Minuten noch. Wir müssen jetzt am Samstag erstmal den Comp Cup überstehen. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich hatte einen Kollegen angeschrieben heute Morgen und hatte gefragt, ob ich eventuell das Comp Cup Finale mitfahren will. Und dann habe ich gefragt, wann das ist. Und sagte, am 28. Ja, geil. Am 28. Tom, ist aber auch das Finale von der Mark Racing. Also von Mark Enduro genau, Mark Racing. So rum. Die 8 Stunden Enduro, das Finale in Bathurst. Die sind zeitgleich. Was ist mit dem Slime? Fährt Slime mit? Red Spike? Ja, natürlich, Aklex. Ja, das ist so wie mit allem, weißt du? Alles, was du im Endeffekt nur einmal hast, musst du schützen. Das ist bescheuert. Ja gut, die wollen alle vor Weihnachten fertig sein, Tom, wahrscheinlich. Klar, irgendwann rennt die Zeit weg. Christian Richter verliert 2 Positionen, scheint's. Oh, Detlef Kepin. Der hat gelupft. Er hat gelupft. Detlef Kepp hat Alexander Rütz passieren lassen. Klaus Jäkel vorbei an Armin Schütz. Oaskari, Ausgang Lesmo 2. Jäkel jetzt auf der 37. Auch nicht, okay. Ist eigentlich schon geil gewesen, die ESM. Also mir tut's auch echt für die Jungs leid, definitiv. Ne? Zumal da auch Sport Sofort und sowas mit am Start war, Red Spike. Also war schon geil.
War schon richtig gut. Aber wie gesagt, ich hab stellenweise einfach gar keinen Nerv dafür. Aklex, mach's gut. Vielen Dank für den Support. Danke fürs Reinschalten und einen schönen Abend gewünscht. Der Wecker klingelt um 16:30 fürs Gym. Ah, okay, okay. Wer ist dieser Gym? Gut, Pump. Mach locker. Max Florenz auf P4, Janis Zeus auf der 12. Die hatten da scheinbar ein kleines Techtelmechtel. Also nicht zumal gemeinsam, sondern mit der Konkurrenz. Ja, deswegen lobe ich mir eigentlich Tom den Komitas so sehr, weißt du, wie ich meine? Weil da hast du das halt nicht. Ja? Also zumindest nicht so im Krassen oder im Klassischen, ja? Weil Public und oder LFM kann man ja, muss man ja eigentlich fast mittlerweile sagen, ist ja wie Public, ja? Die mit ihren 100k Fahrern so ungefähr. Da ist es halt so, weißt du? Ich knall dir heute in die Karre rein, weil ich genau weiß, ab morgen sehe ich dich eh nie wieder. Ja, so ungefähr. Das ist halt einfach scheiße. Das kann dir halt beim Kommitag oder so, ne? Ob jetzt hier TV-Panne, weiß der Geier, wer noch alles Kommitage veranstaltet oder Kommi-Abende, kann dir halt nicht passieren. Das machst du dort einmal, dann fährst du dort nie wieder, weißt du, wie ich meine? Dann wanderst du gedanklich bei denen auf eine Blacklist und dann ist Feierabend. Ist genau hier wie in so Official Liga privat organisierten Community Races. Ist genau dasselbe. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass die keine Blacklisten haben, Freunde. Nee. Und da fährt jeder Fahrer auf sein eigenes Image hin. Deswegen achtet ein bisschen drauf. Habt das im Hinterkopf. Das ist euer Image. Nicht das des Moderators. Hier ist es Wumpe. Auf geht's, Stefan, komm. Einmal umdrehen, bitte. Ja, genau, Sven. Was ist das? Müsste nachgucken, Hugo. Aber ich würde tippen. Also ich müsste jetzt wirklich lügen, aber ich glaube, ich bin 4, maximal 5 Rennen damals gefahren. Damals. Die Betonung liegt wirklich auf damals. Als die LFM entstanden ist und die LFM, was hatten die damals an Driver? Keine 2000. Das war ein Gag, Ingo. Da musste man nicht drauf antworten. Aber danke dir. 11 Minuten noch, Freunde. Trotzdem, wenn der Boris da sein sollte, liebe Grüße gehen raus an den Boris. LFM ist vom Gedanken her, vom Konzept, von der Ausführung, von der Durchführung, absolut geil. Absolut. Also dahingehend hat der Boris alles richtig gemacht. Alles. Auf geht's, Herr Richter. Christian Richter auf der 20 hinter Detlef Keep. Aktuell sind beide gleich schnell. 49,6 gemessen im letzten Umlauf der beiden. Oh, scheiße. Jetzt schießen wir es schon wieder tief, oder? Ist aber nur bei der Hove, ne? Ich muss da echt mal drauf achten. Ob das immer nur, ja genau, heute 30.12. jawohl, und der Silvesterböller geht los. Ob das nur bei Hoves im Racing ist oder ob das generell irgendwie passieren kann. Michael Weber, aus dem Windschatten raus, aber wirklich nur aus dem Windschatten. Oh, hat er sich verbremst, das war der Christian, ach, wo ist er? Stefan van Kempen, ganz, ganz brutal am struggeln. Da war die Dirty Air scheinbar doch too much. Van Kempen verliert den Pfeffer an Bremszone für T1. Nee, das ist, Ingo, das klingt anders. Das ist kein Vergleich, weißt du, ich meine, das ist so, ist ein Unterschied, ob das richtig knallt oder ob das einfach nur macht. Oh Gott, und die stinken immer so, die leisen. Ihr wisst, was ich meine. So, Themawechsel.
Ah, Jonas Zeus, Jonas Zeus? 48,6, Matthias Weckl vor ihm ist 48,8 gefahren. Da ist der Drops noch nicht final gelutscht. Alexander Kruus muss sich hier für den Moment den Michael Weber geschlagen geben. Porsche-Pilot auf der 34 macht die innere Seite da, hat er sie zugemacht, ist jetzt hier auf der Außenseite. Oh, viel zu spät im Pfeife. Gut gemacht, gut gemacht. Alexander Kruus hat gemerkt, oh, warte mal, das langt nicht ganz. Aber er blieb auf der Außenseite. Ich habe auch schon häufig gesehen in der Vergangenheit, dass hier dann panisch nach innen gezogen wird, weil man ja die Kampflinie vermeintlich zumachen muss. Ist aber völliger Quatsch, weil du übersiehst in dem Moment den Kontrahenten. Boah, ey, was war denn das für ein Bremspunkt? Nein, das macht... Herr Weber! Puh. Ich glaube, die zwei werden danach mal beim Bielefeld-Summit ganz kurz diskutieren müssen, beziehungsweise sich die Situation nochmal anschauen müssen. Aber alles gut, dafür sind sie manns genug. Und bodenständig genug, dass die zwei das definitiv hinkriegen. Harakiri, Mensch. Da habe ich gerade eben selber sogar den Atem angehalten. Michael Pirschheim. P6 hinter dem M4-Kollegen, hinter Sebastian Brocke. Eigentlich ist Sebastian gerade einen Tick schneller. Chris Heyer, White Flags. Hinter Alvin Busian. Lindner hinter André Schwarz. Also ich muss ganz, ganz viel scrollen hier am heutigen Abend, aber es ist mega. Es macht unheimlich viel Laune. Es ist sehr, sehr überschaubar. Der Fahrerskill hier heute Abend, den Monster bei Hovesim Racing, macht auf jeden Fall ultra, ultra viel Spaß. Lass mich raten, Alvin der Chipmunks ist Alvin Busian, oder? Weil der vorhin den Refollow gesetzt hat. Der hat mir schon mal gefolgt. Mir schon mal gefolgt, der Kollege. Aber alles cool. Matthias Weckl vorbei an Pierre Meyer. Der ist sehr weit außen gewesen, der Audi 8-Pilot. Frei nach dem Motto, war geplant von ihm, den Porsche passieren zu lassen. Nee, gebremst habe ich nicht. Ich habe einfach nur vergessen zu atmen, Ingo. Ist aber vom Gefühl her, vom Zustand ist fast das Gleiche. Boah. Die Ecke. Geil! Gut gefahren! Sauber mitgespielt auch von Matthias Weckl. In den Stuhl zu Chris Heyer. Dunkel ist generell sehr, sehr cool. Also mir persönlich geht es da eigentlich auch immer so, dass ich sehr, sehr zügig und auch schnell in den Flow reinkomme, weil ich einfach außenrum viel mehr ausblende. Ja. Aber in Kombination mit Regen nochmal eine ganz eigene Nummer. Ganz, ganz eigene Nummer, ja. Der ist eigentlich deutlich schneller, der Chris Heyer. Wie vor ihm der AMG-Pilot, der Alvin Busian. Aber hier in Monza, wenn dein Vordermann nicht will, dass du vorbeikommst, dann wird es auch sehr, sehr schwierig. Christopher Schmidt ist immer noch auf der 1. Wir gehen steil in die letzten 5 Minuten rein. Das wäre ein ganz, ganz wertvoller Sieg fürs Team, aber auch ganz geil wertvolle Punkte für Christopher Schmidt. Er ist auf Monza auch nicht langsam. Aktuell ist er auf der Ranking-Wertung auf der 10. Position, der Christopher Schmidt. Bei Silver ist auf der 1 aktuell P7 Jens Alusar, P2 für den Matthias Weckl auf P11 und P3 wäre P13 Sandro Conradi, Ingo. In der Bronzeklasse, das sind auch die, die wir dann gleich beim Interview hören, die Bronzekategorie. Das ist Alvin Busian, P1, P2 für P17, Konstantin Karl.
Und P3 für Daniel Pay auf Position 23 gesamt. Ich riskiere es. Ich schmeiß ganz kurz die Kaffeemaschine an. Dass der dann vom Prinzip her die letzte Runde rauslaufen kann. Und ich dann bei den Interviews was hab hier zum Zupfen. Auf geht's, Michael Pilsheim, Sebastian Brocke. Zweikampf ist immer noch bestehend. Oh, Brocke hat da früh die innere Seite gesperrt. Für die letzte rechts hier in Monza. Lindner gegen Schwarz. Wo geht's der Peter außen rum? Ah, und jetzt kriegt er das Auto nicht rotiert. Ah. Ja, das ist Psychologie. Im fahrerischen Sinne. Schwarz behält die 26. Alex Langhorst hat jetzt hier Platz gemacht für den M4. In dem Fall war das Christian Lautenbach auf der 3. Ja, das wäre vom Prinzip her kein Problem. Wenn Alexander Rütz hier vorbeigeht am Werkskollegen an Konstantin Karl. Und die beiden differenzierten Glasfaser, einmal nicht zu verwechseln mit Glasfaser, ist was anderes. Einmal der Silver Driver und einmal der Bronze Pilot. Aber auch da wieder schön zu sehen, der Bronzefahrer fährt vor dem Silver Driver. Naja, ich muss ja manchmal meinen eigenen Wegstabenverbuchslereien so ein bisschen entgegenwirken, Red Spike. Kennst du doch, ne? Ist ja normal. Ich wollte letztens zu meinem Azubi sagen, hier sag mal, ob der noch alle Latten am Zaun hat. Was habe ich gesagt? Hast du noch alle Zatten am Lauen? Absolut Katastrophe. So, 1:30 haben wir noch. Das könnte die letzte Runde sein. Oh, das sieht gut aus. Der wird ganz knapp vorher wird er abgewunken, der Christopher Schmidt. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ja klar kam der flach. Wenn du Buchstaben verwechselst, ist es immer flach, Hugo. Ganz normal. So wie immer, ne? Die komplette Renndistanz. Gott nicht, Phil? Letzte 5 Minuten, voller eskalieren. Voll am eskalieren, das gesamte Feld. Du musst dir, weißt du, du bräuchst vom Prinzip 78 Mäuse, 3 Millionen Hände und 6000 Screens. Screens, so. Ein letztes Mal in Ascari rein, jawohl. Stefan Mons ist direkt dahinter. Jetzt kriegt er auch noch Pressure hier, der Christopher Schmidt. Mach die Linie jetzt zu, Herr Schmidt! Mach die Linie zu! Nee, Ron verwechseln nicht, definitiv nicht. Oh, scheiß Exit! Scheiß Exit! Reicht. Reicht. Christopher Schmidt gewinnt. Ganz, ganz knapp vor Stefan Mons auf P2. Gigi dazu. Eine Zehntel, Freunde. Eine Zehntel im Delta. Die Überfahrt der beiden. P3 für Christian Lautenbach. Glückwunsch dazu. Max Florenz wird justamente Vierter. Sebastian Brock holt die 5. Auf P6 dann der Michael Pirchheim. Doch, denkt, er wird trotzdem happy sein. Jens Alusa gewinnt in der Silver Class.
War gar nicht so weit tragisch, weil der hat mich sowieso nicht verstanden. Ingo, insofern passt das. Jens Alusa, P1 in der Silver Class, P7 overall. P8 für Gerd Binder, P9 für Stefan van Kempen, P10 für Pierre Meyer. P2 in der Silver Class, overall P11 für Matthias Weggel, P12 für Jonas Zeus, P3 in der Silver Class für Sandro Conradi. Overall P13, P14 für Alvin Bussian, das ist der Sieger in der Bronzeklasse. GG dazu. P2, overall P18 für Konstantin Karl in der Bronzeklasse. Das heißt, Mods, ganz kurz bitte mitschreiben. Bussian P1, Karl P2 und P3 haben wir dann gleich overall gesehen. Daniel Pay mit P23. Also Bussian, Karl Pay. Das wäre sweetest, wenn ihr das kurz notieren könntet, also beziehungsweise gerade so in den Chat reinschreiben, hier bitte. Sehr, 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 sehr geiles Rennen. GG an die Podien, natürlich auch GG generell an alle Teilnehmer, die jetzt hier schwarz-weiß kariert, grün-weiß, Zipfelglatscher, blau-gelb getupft sehen, vollkommen egal. Ach guck mal, steht sogar hier in ACC im Chat, Bronze, Bussian, Karl Pay, Bronze zum Interview. Mods, da müsst ihr gar nichts machen. Dankeschön. Ist ja noch geiler. Was ein Luxus, Alter. Was ein Luxus. So, gib mir eine Sekunde. Hier bei der Hove Sim Racing ist die Inlap, also die Box nach... Quatsch, die Box. Die Runde zurück an die Box nach dem Rennen verpflichtend. Das heißt, die müssen sie absolvieren. Ergo auch das Thema bezogen auf... genügend Sprit mitnehmen. Nee, Gold und Silver interessiert mich heute Abend nicht, Selfie, weil das sind so viele Fahrer sonst, dass wir immer vorher von der Ligaleitung zugewiesen bekommen, mit welchem Podium wir sprechen. Sonst wird's too much. Aber trotzdem, danke dir. Highlights. Spulen. So. Also, wie gesagt, das Thema ist freiwillig, ne? Ich bin im Discord, ihr könnt ins Voice joinen, unter mir ist ein Kanal, nennt sich Interview Warteraum, dort könnt ihr reinjoinen. Easy Design, wunderschönen guten Abend, grüß dich, moin. Die Fahrer Alvin Bussian, der Konstantin Karl und Daniel Pay. Wie gesagt, das Freiwillige wird niemand gezwungen, wenn jemand sagt, nee, möchte er nicht. Überhaupt kein Thema. Ansonsten, ich baue mir ganz kurz meinen Kaffee fertig, Freunde, und dann denke ich mal, sind der ein oder andere Fahrer bei mir im Interview-Warteraum vorhanden. Bis gleich. Wie sieht es sein? Wir hosten so dabei. Bin gleich wieder. Alan Shore, vielen, vielen Dank für den Prime Resub. Willkommen zurück im dritten Monat. Dankeschön. Kuss geht raus. Alan, ich hoffe, dir geht's gut. Sehr schön. Der Alvin ist schon da. Daniel Pay ist auch schon dort im Warteraum. Das heißt, wenn, dann würde nur noch der Konstantin Karl fehlen. Das heißt aber, wir können mit Daniel Pay schon mal anfangen. Das ist kein Problem. Ja. Daniel, einen wunderschönen guten Abend. Sorry, ich hab dich einfach gezogen. Ich glaube, ich muss mir da irgendwie mal so einen Emote-Knopf oder so ein Makro schreiben oder was? So nach dem Motto, der Depp zieht doch gleich auf. Dass ihr Bescheid wisst, weißt du, was ich meine? Genau.
Daniel, Glückwunsch overall, P23, P3 in der Klasse am heutigen Abend hier in Monza. Ich glaube, es war ein relativ schwieriges Rennen, oder? Wie sehr warst du damit beschäftigt, Rückspiegel, sonstige Konstellationen im Auge zu behalten? Ach, die Rückspiegel, das ging eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir eigentlich immer mehr so in einer Teamkonstellation unterwegs waren, vor mir und hinter mir. Okay. Aber schwierig war nach vorne hin, weil ich gemerkt habe, dass teilweise die ganz schnellen, die sonst vorne Top 10 fahren, gefühlt zumindest den Eindruck hatte, dass sie voll bis unter das Dach fahren und dadurch Anfangsfahrer so ein bisschen Run. Aber ja, nee, im Großen und Ganzen, nee, es war eigentlich ein entspannendes Rennen. Doch, ging eigentlich, überrascht. Ehrlich? Cool. Ja. Wie war aus deiner Perspektive betrachtet die Situation? Wir hatten ja 31 Grad im Quali gehabt und dann ins Starting Grid rein, da war es nur mehr 18, bittere. Don Muerto, vielen Dank für den Raid, einen wunderschönen guten Abend. Habe ich dir gerne gegeben, die vier Mann. Ach, du bist Don Muerto, ach so, das ist ja, ah, sehr geil. Ja. Nee, du, nee, ich hab's ja im Training schon trainiert gehabt und dementsprechend war ich doch vorbereitet, also von der Sache her. Okay, cool. Nee, das war eigentlich ganz safe, ne, und aber ja, ich hätte echt gedacht, dass man noch eine halbe Sekunde mehr rausholen kann, so auf die Gesamtzeit hin, aber nee, ging nicht. Okay. Aber keine Reifenwechsel, die Reifen haben gut durchgehalten, alles gut. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, ja. Ja, sehr geil. Wie war die Prognose vorher? Eigentlich P30, muss ich sagen. Da habe ich mich eingeordnet. Okay. Und wer da vorne ist, immer gut. Ja, natürlich ist es immer gut. Machen wir uns nichts vor. Ja? Müssen wir steil gehen hier. Nee. Ich hab den Kollegen ein bisschen lauter gemacht. Normalerweise müsste es jetzt ein bisschen besser sein. Warte mal, ich guck hier mal ganz kurz, dass ich das noch schnell umstelle. Dann soll es passen. Ansonsten gebt ihr mal ganz kurz noch eine Info. Tor, wunderschön genannt. Sehr schön. Ja, P30 war so die Wunschvorstellung oder das Herangehen mehr oder weniger. P23 ist das Final geworden. Der Jakob Hausinger ist direkt hinter dir ins Ziel gekommen, der Teamkollege. Ja. Geile Nummer. Ja. Wie sehr habt ihr euch, zusammen mit Voice seid ihr da unterwegs, ne? Ja, sicher. Nee, wir haben uns schon. Aber es ging auch nicht schneller, sowohl von mir als von ihm und. Nee. Hauptsache. Den Alex haben wir gut nach vorne gekriegt noch und den Rütz. Ja. Sehr geil. Kialami ist der nächste Lauf. Ich freue mich. Ehrlich? Kialami rockt die Sau. Erdinger, grüß dich, moin. Danny, wunderschönen guten Abend. Ja, okay, alles klar, ich hab's mir fast gedacht. Ich weiß, woran es gelegen hat. Dankeschön, Erdinger. Wann ist immer die Vorbereitungsfahrt dann oder Maßnahme für, geht es gleich morgen dann los? Gedanklich, nein, oder? Nein. Erstmal schön locker Wochenende, ne? Nö, morgen fahre ich ja bei einer anderen Liga und Samstag dann nochmal bei einer anderen Liga. Und nein, ach, ganz entspannt, du. Ja? Ja. Drücken wir die Daumen. Genau. Und nicht nachlassen. Sehr nee. Schön. Freunde, das war Daniel Pay, P3. Glückwunsch nochmal, Daniel. In der Bronzeklasse. War mir ein Gedicht. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Abend noch. Komm nachher gut zu liegen. Toi, toi, toi. Und im besten Falle dann bis in spätestens 14 Tagen in Kialami bei Hovesim Racing. Danke dir. Danke. Bye, bye. Mach's gut. Servus. So, Alvin, einen wunderschönen guten Abend. Hi, grüß dich. Ich muss jetzt hier nicht Englisch sprechen oder sowas, ne? Nein, alles gut. Ich hab immer schon gedacht hier, aber spreche ich deinen Namen mit Busjan richtig aus, weil es ist ja ein scharfes S, nicht dass da... Alles gut. Perfekt. Sehr schön. Alvin, das ist die Premiere, also bitte nicht aufgeregt sein, ne? Es gibt bei mir alles immer keinen Zwang und ganz tiefenentspannt und es gibt auch ganz viele, früher aus. In der Vergangenheit gab es ganz, ganz viele, die gesagt haben, oh nee... Du stellst mir immer so komische Fragen. Ich weiß nicht, was ich drauf sagen soll. Nee, alles Quatsch. Gut. Genau. Alles gut. Sehr schön. Ganz, 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 ganz geile Nummer heute Abend hier vorgezeigt, deiner Seite aus. Und es ist sogar overall P14 geworden. Ja, vielen Dank. Mit dem AMG. Gar nicht mal so simpel hier, oder? Wie hat, also, konnte man die Curbs angucken, geschweige denn überfahren? Also am Anfang ging es eigentlich ganz gut, ja, aber ich habe schon so gemerkt, ich bin ja so relativ in der Mitte, ich glaube seit nach der nur noch 28 Minuten waren übrig, bin ich dann in die Box und habe nur getankt. Da dachte ich mir, okay, lasse die Reifen einfach mal nochmal sein, habe ich gemacht, aber ich habe halt am Ende schon gemerkt, gut, du musst mal ein TC höher gehen, weil ich kam dann halt einfach mit dem Übersteuern nicht mehr so wirklich klar. Es ging noch mit den 48er Zeiten, aber ja, man konnte es aushalten, sagen wir es mal so. Okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Oh, voll in den Highlights drin, wie du dich das eine Mal T1 verbremst. Hey, heiligs Blechle. Yep. Also da gab es so ein, zwei Momente, wo ich echt tief atmen musste. Gott sei Dank war der Flo Wilmer neben mir, wo er dann auch ein bisschen Ruhe einkehren konnte. Aber ja, es war im Großen und Ganzen, hat es echt mega Spaß gemacht. Und was mich ja super gewundert hat, dass T1 wirklich so safe ging. Also ich habe jetzt hinten nicht viel gesehen, aber vor mir war Gott sei Dank in der Mitte nicht viel los. Und alle sind echt wirklich sehr geil und sauber da durchgefahren. Also Glück. Da nochmal vielen Dank an alle. Schau dir nicht das VOD an. Ich hab's mir schon gedacht, ja. Aber nein. Wie gesagt, hinten kann ich ja nicht viel sagen. Aber so also ich dachte ich. Genau, ist vollkommen okay. Du hast vollkommen recht. Vorne die Front, beziehungsweise die Mitte hin, war wirklich sehr, sehr geil. Generell, das gesamte Feld, das hintere Feld hat gestanden vor T1. Die haben gestanden und da hat es nicht geknallt. Erst als das Mittelfeld und das hintere Feld dann in die erste Schikane eingefahren sind, dann haben sie sich gestapelt und ich, also guck dir das Video auf jeden Fall, ich kann es dir nur empfehlen, das war auch sehr geil. Es war auch wieder akustisch meinerseits untermalt mit also war richtig sehr, sehr, aber es war übel, es war richtig übel. Also wir haben, glaube ich, Kontaktsituation 20 hoch 12 gehabt oder so gefühlt. Aber war schon sehr, sehr geil. Ansonsten, ja, der Start war wirklich cool, definitiv. Ja, das ist halt typisch Monster. Also, ja. Das ist typisch Monster. Das ist cool. Nein, im Großen und Ganzen war es super. Also, ich habe mich echt wohl gefühlt und klar, auch beim letzten Rennen im Snatterton, da gab es halt am Ende des Rennens ein bisschen Struggles mit den Reifen. Mhm. Aber ich glaube, ich bin da definitiv nicht der Einzige gewesen. Mit Sicherheit nicht. Wobei es von den Temperaturen hier eigentlich sehr human gestaltet war heute Abend, ne? Also hier ich fand es nur so ein bisschen, ja, so ein gewöhnungsbedürftig, weil du im Quali halt mit höheren Temperaturen gefahren bist. Deutlich. Und dann, ja, und dann kommst du halt ins Rennen so mit Nacht und viel, viel niedrigen Temperaturen. Mhm. Aber, ja, war okay, vollkommen. Sehr schön, sehr schön. Kiarami, bei dir auch in 14 Tagen wieder das nächste Rennen, was ansteht. Gleiche ja, Frage wie, also, wie den Kollegen. Wann beginnt die Vorbereitung dafür? Ich sag mal erst Mitte nächster Woche. Ja. Mitte nächste Woche ganz gesammelt. Mal gucken, was dann privat ansteht. Aber ich denke, nächste Woche Mitte, so Mittwoch, Donnerstag. Wir trainieren ja meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so wer Zeit hat. Und denke, da können wir uns so langsam vorbereiten. Sehr geil. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Abschlussfrage von meiner Seite privat. Alvin the Chipmunk, bist du? Das bin ich, ja. Sehr, sehr geil. Wunderbar. Freue ich mich. Nochmal danke für den Follow. Ist ja Feiertag, Dienstag, genau. Sehr schön. Sehr Alvin Bussian war das gewesen, Freunde. P14 war es gewesen overall, aber der Sieger in der Bronze-Kategorie. Alvin, ich wünsche dir was. Komm nachher gut zu liegen. Toi, toi, toi. Und morgen hoffentlich den letzten Arbeitstag für diese Woche. Und dann ein schönes Wochenende gewünscht. Danke, das wünsche ich dir auch vom Herzen. Gerne. Bis dann. Servus. Dann. Ciao. Sehr, 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 sehr geil. Also auch das mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, Freunde. So ein bisschen bezogen auf Abschlussthema. Der Draht zwischen mir oder die Verbindung, die Kontakte zwischen mir und den Fahrern ist etwas, wo ich sehr, 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 sehr viel Wert drauf lege, dass das einfach passt. Ne? Also mitunter sind einfach, wie jetzt zum Beispiel mit Alvin Bussian, noch nie das Vergnügen gehabt, im Voice zusammengesessen, geschweige denn ein Interview gehabt. Und man hat vielleicht das Gefühl gehabt, von wegen, wir würden uns schon ewig in 3 Jahre kennen. Dem ist nicht so. Ja. Und dieses Gameplay, dieses Zusammenspiel, das muss einfach, das gibt's bei mir nicht anders. Ja, das muss so sein. Sehr schön. Vielen, vielen Dank noch an den Dirk, an den Detonator für den Raid zum Abschluss hin. Fettes, fettes Merci. Auch ihr, Freunde, wir sind am Ende angelangt. Und ich, wie gesagt, eventuell, wirklich ganz, ganz spontan, vielleicht morgen, dass wir so ein bisschen Kommi-artiges was noch gemeinsam machen. Ich will es aber definitiv nicht zu 100% versprechen, weil ich muss gucken, wie lange ich morgen arbeiten bin. Ansonsten, kommt gut ins Wochenende rein. Wir werden am Wochenende so ein bisschen was machen, ja, aber auch das wird eher spontan sein. Ansonsten regulär planmäßig sehen wir uns wieder nächste Woche Montagabend, dann wieder in Race Room im nächsten Durchgang bei der Rio Official. Freue ich mich schon drauf, geht um 20.10 Uhr wieder los, wie gewohnt. Und ansonsten hätte ich gesagt, habt ein schönes Wochenende, kommt gut rein. Morgen den letzten Arbeitstag gewünscht, im besten Falle. Und natürlich kommt nachher auch hier gut zu liegen. Vielen Dank für die ganzen Raids, die ganzen Follow, die ganzen Subs, die Resubs, die Gifted Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Dani, auch du, halt mir die Ohren steif. Und vielen